Ich mag meinen Kopf, jetzt schon. Ja? Ja, ist Pinkman drin. Wir haben festgestellt, Alex, es gibt eine Regel. Ja, wenn du Basti einen Kopf baust, mach einfach Pinkman rein und dann passt das schon. Ja, ja, der Rest wirklich ist scheißegal. Du kannst dem Pinkman Farmer geben, der Mann ist glücklich. Ja, perfekt, oder? Ja. Habe ich alles richtig gemacht. Ja, absolut. Und speaking of perfekt, herzlich willkommen in der Shisha-Cast Folge 54. In dieser Shisha-Cast-Folge. Und das ist eine Messe-Special-Folge, Freunde. Wir haben nochmal alle Infos für euch zur Shisha-Messe zusammengefasst. Ihr seid hoffentlich jetzt gerade, just in diesem Moment, auf dem Weg zur Shisha-Messe. Voller Vorfreude, voller Elan. Auf 3 Tage Shisha-Fest Deluxe in Frankfurt zusammenrauchen. Alle Leute sehen aus der Szene, ganz viel durchprobieren. Geil, oder? Ja, ich bin schon hyped, muss ich sagen. Ich habe richtig Bock. Weißt du, ich rede so, das ist geil, oder? Und der Alex so, ich bin schon hyped. Auch. Ja. Irgendwie. Es kam voll rüber, deine Begeisterung. Ist krank. Ja, stark. Ja, freut ihr euch auf die Messe, im Ernst jetzt? Ja, sehr. Woo. Ich kann das alles nicht mehr. Nee, also ich habe echt Bock auf die Messe. Ich freue mich, alle Gesichter wieder zu sehen. Und da werden wir auch gleich noch ausführlich drüber reden. Aber wir werden auf jeden Fall trotzdem erstmal anfangen, so ein bisschen grundlegende Infos zur Messe rundherum. Aber davor fangen wir an mit den Setups, würde ich sagen. Erstmal möchte ich nochmal sagen, Basti. Hallo, Basti. Nein, warte. 1, 2, 3. Hallo, Basti. Schön. Jetzt war er auch mal mit dabei. Ja, toll. Aber ist es nicht weird, wenn du dir selbst Hallo sagst? Ja, schon. Aber es ist eigentlich schon Bestandteil geworden kannst vom Shisha-Cast. Kannst du das als deinen Channel-Join-Sound in Discord nehmen? Müsste ich eigentlich mal machen, gell? Das wäre schon witzig. Aber irgendwann auch hart nervig. Ja, und viel zu lang dafür. Ja. Aber witzig wär's trotzdem. Witzig wär's. Das stimmt. Ja. Müssen wir mal machen eigentlich. Wie geht's dir denn, Basti? Warum beglückst du uns heute mit deinem Anwesen? Okay, das ist eine lange Geschichte. Also im Grunde habe ich hier in Frankfurt oder rund um Frankfurt einige Termine, die so nah beieinander liegen, dass es sich nicht lohnt, nach München nach Hause zu fahren. Ich war quasi erst 2 Tage auf Dienstreise und dann bin ich bei dir geblieben, weil ich quasi morgen mit dir zu einer Hochzeit fahre, wo wir eingeladen sind. Ja. Simon und Kinga, Grüße gehen raus. Die 2 Schnuggelschnötchen, die heiraten, beziehungsweise die haben schon geheiratet, aber morgen ist die kirchliche Hochzeit. Ja, genau. Die cherryliche Hochzeit. Ich wollte es nicht sagen. Church. Thank God, Church. Ja, und da fahren wir morgen hin. Das wird nice. Genau. Das wird auch cool. Und deswegen bin ich hier. Ja, und dann sehen wir uns ultra, ultra lange nicht, ne? Ja, dann, sehr lange. Wann sehen wir uns dann das nächste Mal geplant? Also, ihr müsst wissen, wir nehmen das Ganze jetzt eine Woche vor der Messe auf. Richtig. Ja, genau. Also heute ist Freitag der 19. Heute richtig. In einer Woche ist der erste offizielle Messetag. Richtig. Oh mein Gott, wir haben noch so viel zu tun. Eine Woche, Digga. Ja, ja. Ja, gut. Ja, ich fahr am Sonntag wieder nach Hause im Zug. Und da dachte ich mir, ich vermisse dich dann wahrscheinlich sehr. Und fahr dann am Mittwoch wieder her. Lohnt sich komplett. Ja, eigentlich hättest du dir so ein Monats-Airbnb für den Abend hier nehmen können. Ja, dass sich's lohnt. Aber ich kurz Frankfurter Penthouse. Ja, ich werde kurz nach Hause fahren, nach Hause kommen, Koffer auspacken, alles in die Waschmaschine rein, einmal alles durchwaschen und dann alles wieder packen und wieder direkt hoch. Aus dem Trockner wieder und wieder los. Ja, lohnt sich komplett. Ja. Aber deine Pfeifen zu Hause, die brauchen ja auch Liebe. Ja. Aber eine habe ich ja dabei zum Glück. Stimmt. Also die ist eigentlich schade, dass wir die jetzt nicht im Cast haben. Stimmt. Warum hast du überhaupt eine mitgenommen, wenn du zum Marvin gehst? Weil wir ja auf der Hochzeit die Möglichkeit haben, auch Pfeife zu rauchen. Und ich habe ja nur eine Pfeife. Ja, da du hätte hast Basti keine von deinen mitnehmen können. Die eigentliche Basti wollte Begründung, einfach seine neue Pfeife mitnehmen. Ja, genau. Ja, welche halt Pfeife ist neu? Die El Bomba DJ. Oh. Und Basti ist ja DJ. Genau. Und deswegen habe ich mir die geholt, weil ich mir dachte, wenn die eine hat, dann muss ich die haben. Ja, das ist geil. Und die finde ich schon sehr geil, ja. Also der Blow-Off allein ist schon... Der Blow-Off ist geisteskrank. Ja. Die hat so einen, wie nennst du das, Turntable? Sagt man das ja, einfach genau. So? Ja, ne? Also so wie du das bei diesen Mischpulten kennst. Da haben wir dann immer diese leichte Erhöhung mit den Nöppis. Genau. Und das hat die praktisch als Kohleteller. Und unten drin sind Löcher. Und dann kommt von unten aus dem Kohleteller aus irgendwie, sagen wir mal, 12 Löchern oder so, kommt der Blow-Off nach unten und läuft dann so schön runter. Das ist halt das mega ist simpel gelöst, weil du hast halt eine Rauchsäule, wo halt innen hohl ist. Ja. Und oben hast du dann doppelten Teller und dann einfach nur diese Umrandung ist einfach nur Gummi, was es halt zusammenschließt. Wir machen das einfach so. Genau an der Stelle, jetzt
blendest du noch ein schönes Video ein. Das machen wir. Weil das letzte Mal so gut geklappt hat. Mit Bilder einblenden. Aber jetzt hat er keine Ausrede. Dieses Mal weiß das. Dieses Mal weiß das. Und es ist relativ am Anfang, also man findet es schnell wieder. Ja, das stimmt. Ja. Und wie geht's dir, Alex? Mir geht's soweit gut. Heuschnupfen hat ein bisschen angefangen. Ah. Ja. Deswegen sehe ich auch noch so ein bisschen verklatscht aus. Obwohl eigentlich Regen sollte gar nicht so schlimm sein. Habe ich mir gedacht. Vielleicht steckt das doch die letzten Tage in dir. Das kann sein. Ist das ein Ding? Ja, ich weiß, also es zieht sich dann immer so tagesabhängig einfach über die Wochen. Geht sowas aber über die Nase oder über die Augen? Sowohl als auch bei mir. Ah, okay. Also bei mir ist Nase, Nebenhöhlen und Augen. Ja, dann kann sich das ja vielleicht einfach über die Nase oder über die Augen einfach. Naja, ich sag mal, du hast eine allergische Reaktion und dann reagieren deine Schleimhäute, whatever, da drauf und dann schwillen die an, und bis die abschwillen, dauert es halt wahrscheinlich irgendwie ein kleines bisschen. Ja. Das heißt, wenn das jetzt irgendwie, als es so super warm war, und alle Blüten waren so, wir müssen schießen, los geht's, der Frühling ist da. Als das angefangen hat, war ich gestorben. Also es ging gar nichts mehr. Ja, so, und vielleicht hängt das jetzt auch einfach noch ein bisschen fest. Ja. Jetzt könnte ich der Kind of Guy sein, der dann sagt, hast du schon mal das und das probiert? Ich habe eigentlich schon alles probiert. Alles, glaube ich auch nicht. Auch Zwiebelsaft? Boah, geh mir. Wirklich, wirklich wahr. Mein Vater hatte auch sein Leben lang extrem viel Probleme mit dem Thema. Mhm. Und der hat auch aus seiner Sicht alles versucht und es hat nichts geholfen, von Spritzen bis was weiß ich. Und dann ist er einmal zum Hypnotiseur gegangen und hat sich hypnotisieren gelassen. Ich gehe nochmal kurz in die Küche und bastel dem Basti noch einen Aluhut. Nee, wirklich, das hat mein Dad gemacht und seitdem ist es zwar nicht weg, aber deutlich besser geworden. Keine Ahnung warum, aber ich es hat geholfen. Placebo. Möglich, aber trotzdem, es hat geholfen. Ja, das habe ich auch noch nie gehört. Ja, ich meine, solange es ihm besser geht, geht es ihm besser. Ja, genau. Von daher kann uns eigentlich auch egal sein, warum. Ich glaube ja an sowas auch nicht, aber ich kann es mir auch nicht erklären. Aber kann schon sein, dass Placebo ist. Nächste Shisha-Cast-Special-Folge nehmen wir dann mit dem Alex zusammen beim Hypnotiseur auf. Ja, geil. Können Sie ihm sagen, dass er ab heute nur noch Kamin rauchen will? Du möchtest nur noch Kamin. Du möchtest nur noch Kamin. Hat's geklappt? Nein. Ja, ich hätte jetzt gerne einen Kaminkopf, bitte. Boah, bitte lass einfach die nächste Aufnahme, Alex, jetzt mit dem Kamin da. Nein, ich nutze einfach Welkis Photoshop-Skills. So ganz billig ausgeschnitten. Ja. So ein Kamin jetzt drauf. Oh, so ein Mann. Foto noch mit so Tesa draufgeklebt auf dem Bildschirm und dann abgefilmt. Stark. Dieses Oldschool-Photoshop. Okay, also uns geht's allen gut. Der Alex hatte ein bisschen Heuschnupfen, aber ansonsten alles tippitoppi. Ansonsten alles super. Sehr gut, sehr gut. Bei dir auch alles gut? Ja, es gab hier gestern einen kleinen Rückenzwischenfall, wo ich in der komischen Position, ich wollte hier Cable Management betreiben und habe das Regal angehoben und habe mir wie auch immer meinen Rücken gefetzt. Und das war gestern, war es wirklich heavy. Also die ersten anderthalb Stunden war ich so in Schockstarre, weißt du, wo du dich nicht bewegen willst, du willst eigentlich nicht mehr atmen, du willst keinen Millimeter bewegen, weil jede Bewegung einfach geisteskrank wehgetan hat. Ich merke es heute noch, aber es ist viel besser als gestern. Ja, immerhin. Also ich hoffe, dass das morgen, übermorgen weg ist. Ja. Ich habe schon gestern gescherzt dann beim Messeaufbau. Ich schnapp mir so einen Stuhl, setz mich irgendwo in die Ecke und kommandiere nur rum. Da noch den Flyer hin, die Bank ein bisschen nach links, links, stopp, zu weit, zurück, da, ja. Am besten noch ein Megafon, weißt du. Oh, ja, geil. Oh, schnell noch Amazon bestellen. Stark. Und Ali und ich machen dann Messevideo. FaceTime und halten es in die Kamera, weißt du. Ein Megafon wäre echt geil. Nein, wir brauchen diesen, kennst du aus Big Bang Theory diesen Roboter, den Sheldon einmal hat, wo er irgendwie sich nicht mehr rausbaut oder so? Ja, wo er mit dem Kleiderhaken sein T-Shirt gegangen hat. So ein Ding brauchen wir. Ja. Auf den Kleiderhaken kommt einfach so ein SWG-Merch-Pulli. Das bin dann ich. Klappe nicht auf der Messe, Digga. Ich chill definitiv nicht gerade auf den Malediven. Hä? Was? Aber da muss dann auch 2 Meter hoch sein. Ja, mindestens. Ja. Ja, okay. Speaking of Messe, Freunde, wir wollten heute nochmal, während ihr hoffentlich alle auf dem Weg zur Messe seid, falls ihr nicht auf dem Weg zur Messe seid, warum, Digga? Fahr los. Wenn du jetzt losfährst, kannst du es noch schaffen. Kommen Sie vorbei. Also, Frankfurter Shisha-Messe 2024. Darf ich nochmal ganz kurz was einhaken? Ja. Entschuldigung, dass ich jetzt wieder das Thema kurz nach hinten verschiebe. Du wolltest Setup machen, oder? Ja, wir wollen noch Setups machen und von Anfang an sei gesagt, dieser Shisha-Cast wird gesponsert von Mose. Und damit sei auch direkt angefangen bei meiner wunderbaren Emotion Future in der im Colorway Rogue. Rouge. Ich habe nämlich auch, ich finde Rogue wäre ein übel cooler Name. Ja, aber eigentlich, also Rouge macht halt mehr Sinn von der Farbgebung. Ich habe auch immer Rogue gesagt. Ja, nee.
Rouge. Sag ruhig Rouge. Obendrauf mal wieder ein Cosmo Bowl. Und ich habe gebaut, bei mir hat die Doppelapfelphase angefangen. Die gute Doppelphase. Doppelphase-Apfel. Und da habe ich mir gebaut von Kismet ein bisschen Black Sandalwood mit Revanche Doppelapfel. Der gute Ich habe noch einen Prototypen drin. Ich weiß gar nicht, ob man darüber jetzt, inwieweit ich darüber reden darf. Welchen hast du? Den kannst du erwähnen. Ich habe alle Sorten geliebt. Das ist egal. Dann habe ich den Prototypen von Eino Pleck drin und noch etwas Space Flavor. Ich muss sagen, sehr, sehr leckere Mischung. Und dann gehen wir doch direkt weiter zu Basti. Lass mich den mal probieren. Das klingt geil. Also ich glaube, das war die Honey Side Dragon, ne? Hattest du gesagt. Samurai. Was ist die Lüge? Ist die Dragon Samurai? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall eine Honey Side. Ich mag die vom Rauchverhalten sehr, deswegen habe ich die in den letzten Tagen sehr viel geraucht. Und oben drauf eine Cosmo Bowl. Das ist Predator, oder? Ich glaube. Ich komme bei Predator und Dragon immer durcheinander, aber ich glaube, die Predator ist die noch geschwungen ist. Und die Dragon hat nur Schuppen. Ah, okay, dann könnte es auch die sein, ja. Und Onmo HMD und was im Kopf drin ist, auf jeden Fall Pinkman, den Rest weiß ich nicht mehr. Pinkman, auch Eino Pleck. Ein bisschen und noch einen Prototypen, wo ich den Namen nicht mehr weiß. Ja. Also da müssen wir noch dazu sagen, wir rauchen nicht einfach nur, weil wenn ihr jetzt hört, den Eino Black Prototypen her, Black gibt's doch schon. Eino wird noch eine stärkere Linie rausbringen und gestern Abend, also heute ist wie gesagt Freitag, das heißt gestern am Donnerstag hatten wir Stream und da war auch der Esan dabei. Und der hat uns neue Prototypen für den Eino Strong mitgebracht und die Prototypen, da hat er mir auch ein bisschen was von da gelassen, dass ich hier noch ein bisschen testen kann und das machen wir natürlich auch direkt. Ja. Ne? Ja, und also deswegen, das ist der Eino Strong Prototyp, den wir hier am Start haben. Genau. Und ich habe auch den Black und? Den OH. Mhm. Und noch etwas Green Tea von Blackburn. Ah, wild. Geil. Ja, und das Ganze auf meiner MedPair M Classic. Da können wir auch nochmal ganz kurze News mit einbauen. Hast du mitbekommen, dass das Ding abgebrannt ist? Die MedPair-Fabrik ist abgebrannt, ja. Ach, krass. Mir wurde auch ein Video geschickt auf WhatsApp und die ist leider abgebrannt. Das heißt, an alle, die noch eine MedPair haben wollten, dann, also vielleicht war das auch nur das Bürogebäude, aber irgendwas von MedPair ist abgebrannt und potenziell sah das sehr nach einer Fabrik aus. Also wer weiß, ob und wann und überhaupt nochmal MedPair zurückkommt, könnten jetzt krasse Unikate sein. Ja, krass. Weil so viele gab es davon, glaube ich, nicht in Deutschland. Nee, in Deutschland nicht so viele. Also ich habe die auf jeden Fall nicht so oft gesehen. Ich weiß, dass du eine hast, Stefan eine hat. Ja, Aljoscha. Und Ali. Ich habe gestern mal geguckt, ob es noch irgendwo was gibt. Alle Shops, die man so kennt. Die überhaupt auf Lager hatten, überall ausverkauft. Oh, na gut, ja, dann. Vielleicht schon zu spät. Schade. Ja. Okay. Setups, check. Ja. Wie geht's euch? Check. Ja. Messe. Ja, Messe. Jetzt aber. So, nochmal. Messe 2024 in Frankfurt. Vom 26., also heute, bis zum 8., also heute für euch, bis zum 28. April in Frankfurt auf dem Messegelände. Weitere Infos, die wichtig sind. Wann haben wir geklärt? Wo haben wir geklärt? Anfahrt. Im Grunde könnt ihr eigentlich einfach euer Navi Richtung Messe Frankfurt starten, weil ihr müsst einfach nur durch den Messehaupteingang rein. Ihr werdet dann schon, ihr könnt einfach Ausschau halten nach dem Messeturm, der sollte da irgendwo in der Nähe sein und wenn ihr den Messeturm seht, dann seid ihr schon verdammt nah dran, weil um die Ecke vom Messeturm, also wenn man es Himmelsrichtung mäßig ausdrücken will, dann ist südwestlich vom Messeturm der Haupteingang zur Frankfurter Messe. Und dann müsst ihr noch eure Tickets vorzeigen, nachdem ihr in der Schlange wart. Und dann stampft ihr in die Halle 3 und dann seid ihr am Start. Parken, es gibt ultra viele Parkhäuser, wenn ihr das visuell nochmal haben wollt. Ich habe auch nochmal ein Video zu allen Messeinfos gemacht, könnt ihr euch auch gerne nochmal angucken. Da hatten wir auch eine Karte, die findet ihr auch noch auf der Website von der Shisha-Messe, wo alle Parkhäuser angezeigt sind. Genau. Aber falls ihr jetzt spontan gerade denkt, scheiße, dann sagt mir doch jetzt ein Parkhaus, dann nehmt entweder das Motel One Parkhaus oder das Messeturm Parkhaus. Und dann seid ihr direkt in der Nähe. Ist relativ teuer, dort zu parken. Also ein ganzer Tag kostet gut und gerne zwischen 20 und 30 Euro. Ja, aber ist halt Messe Frankfurt. Ihr findet halt sonst keinen Parkplatz. Ja, also es ist halt Industriegebiet, da ist jetzt nichts mit Parken. Ihr müsst auf jeden Fall ein Parkhaus nehmen. Viele gehen noch ins Skyline Plaza, ins Parkhaus. Hatte ich nicht Skyline Plaza gesagt? Nee, Motel One und Messe hast du gesagt. Ja.
Ja, Skyline Plaza, stimmt. Man könnte auch noch, ich war ja mal in einem Hotel gegenüber von der Messe. Premier Inn, oder? Nee, auf der anderen Seite gegenüber, quasi gegenüber vom Haupteingang. Wenn man da hinten, da sind viele Wohnungen halt, wo Leute wohnen, da sind vielleicht noch Parkplätze frei, aber also da müsst ihr halt zu. Europaallee, aber da muss man ein Stück laufen. Ja, ein bisschen. Und 5 Minuten. Ja, das auf jeden Fall. Ja, aber beißt lieber in den sauren Apfel, ist zwar doof, da irgendwie für 30 Euro zu parken über einen Tag, aber es wird am Ende des Tages die beste Lösung sein. Ja. Leider. Wäre natürlich schöner, wenn es da einen Haufen kostenlose Parkplätze gibt, aber das wird wahrscheinlich nicht so sein. Ja, vor allem, wenn man da vielleicht noch irgendwas kauft auf der Messe oder so und dann wieder zum Auto geht mit dem ganzen Zeug. Oh, das war bei der wahrscheinlich angenehmer. Allerersten Messe bei mir, glaube ich, richtig Krise, weil ich halt mit einmal einem Karton 4 Kilo Kohle weggelaufen bin und dann natürlich noch Tabak und eine Pfeife gekauft habe. Ich habe so gekotzt, als ich dann aus der Messe rausgelaufen bin, irgendwie noch 5 bis 10 Minuten zum Auto laufen musste. Ja. Aber anders kannst du halt nicht machen. Also du brauchst auf jeden Fall ein Parkhaus. Und ja, ansonsten, ich glaube Freitag, also falls ihr jetzt Freitag auf dem Weg seid, Freitag ist glaube ich trotzdem nur Fachbesucher. Genau. Das heißt, für Endkunden ist der Samstag und der Sonntag am relevantesten. Ja. Oder am relevant. Genau, das heißt, da könnt ihr auf jeden Fall die Messe besuchen, falls ihr kein Fachbesucherticket habt. Und ansonsten einfach reinlaufen, Karten vorzeigen. Ich bin gespannt, wie voll es wird. Also da kann man ja vielleicht mal zu sagen, gerade Samstag und Sonntag waren letztes Jahr ja sehr voll. Also Samstag ist in der Regel immer der schlimmste Tag. Ja. Also wenn ihr es ein bisschen entspannter haben wollt, dann kommt Sonntag, aber die Messe ist meistens schon sehr, sehr voll. Also denkt euch nicht, dass ihr da hinkommt und ihr könnt immer instant an jede Pfeife und so. Man muss da schon ab und zu mal ein kleines bisschen warten. Ich meinte auch, bis man überhaupt reingekommen ist. Das war ja letztes Jahr ja auch extrem, dass die da irgendwie 500 Meter Schlange standen. Ja. Bis die, das ist halt genau bevor es aufmacht, ist natürlich die Schlange sehr, sehr lang. Ja. Aber über die erste Stunde löst sich das dann schon relativ gut auf. Und wenn ihr dann in der Schlange steht und dann vorne seid, dann müsst ihr euer Ticket zeigen. Und Tickets gibt es verschiedene. Wenn ihr jetzt noch kein Ticket habt, ihr könnt euch immer noch eins an der Tageskasse kaufen. Das heißt, wenn ihr es jetzt Freitag hört und denkt, ach, morgen Messe klingt eigentlich ganz geil, geht auch noch, dann müsst ihr an der Tageskasse kaufen. Die sind ein kleines bisschen teurer. Ich glaube, ein Einzelticket kostet 35 Euro. Damit kommt ihr einmal rein. Wenn ihr einmal rausgeht und wenn ihr nur draußen, weiß ich nicht, 2 Schlücke Wasser trinken wollt, ihr kommt nicht wieder rein. Ja. Ne? Das ist wichtig, wichtig, wichtig zu wissen. Und dann gibt es noch die Fachbesucherkarten, die gelten für Freitag, Samstag, Sonntag. Und das Wichtigste ist, dass ihr damit auch freitags reinkommt. Und es gibt noch, ich weiß gar nicht, Dauerkarten. So heißen sie. Dauerkarten, damit könnt ihr Samstag und Sonntag rein. Mit den Einzelkarten könnt ihr Samstag oder Sonntag einmal rein. Wenn ihr so eine Dauerkarte habt, hat die nicht nur den Vorteil, dass ihr Samstag und Sonntag kommen dürft. Ihr könnt auch noch zwischendrin immer wieder raus und immer wieder rein, je nachdem, wie ihr das wollt. Also ihr könntet Samstagmorgen auf die Messe gehen, ein Köpfchen bei uns rauchen, nach Frankfurt gehen, was essen, abends nochmal auf die Messe gehen und dann nochmal den ganzen Tag sonntags kommen. Also die Dauerkarten sind schon nice. Ich glaube, Dauerkarte an der Tageskasse kostet dann sogar ein Fuffi. Ich glaube auch, ja. Aber die Kartenoption hättet ihr halt. Also Einzelkarten, Dauerkarten oder Fachbesucherkarten. Das ist auch ganz geil. Was ich noch sehr, sehr wichtig finde, was ich immer gerne dazu sage, das ist einen ganzen Tag Messe, wenn ihr das so wollt. Ihr solltet euch auf jeden Fall was zu trinken mitnehmen und vielleicht sogar einen kleinen Snack. Also so eine Flasche Wasser im Rucksack dabei haben oder zumindest vorher ordentlich trinken und auch vorher ordentlich was essen, ist schon gut. Es gibt leider immer mal wieder diese Zwischenfälle, dass Leute sich dann übernehmen, vielleicht nicht so viel Darkblend rauchen, vielleicht nicht gut gegessen haben, nichts getrunken haben, kommen dann auf die Messe morgens 11 Uhr, knüppeln sich einen Kopf Darkblend rein und kippen aus dem Latschen. So, und dann habt ihr einen Scheißtag. Für alle anderen ist es schade, das zu sehen, dass es euch nicht gut geht. Also seht bitte zu, dass ihr da auf euch und auf eure Freunde Acht gebt, trinkt ordentlich was, esst ordentlich was und übernehmt euch auch bitte nicht, was den Tabak angeht. Yes. Ne? Also es ist vielleicht schön, dass man da mal ein bisschen was probieren kann, aber übertreibt es nicht. Am Ende geht es euch kacke und dann war die ganze Messe für den Arsch. Und das will ja keiner. Ne? Also da ein bisschen aufpassen. Ich werde mir auf jeden Fall auch noch Ibuprofen mitnehmen. Weil wenn ich da den ganzen Tag so, da vergisst man auch gerne, wenn wir jetzt arbeiten zum Beispiel, was zu trinken. Deswegen habe ich letztes Jahr immer meine Wasserechsenrunden gemacht. Ja. Ich bin dann irgendwann hinten reingelaufen, habe allen Leuten, die irgendwie im unmittelbaren Umfeld um mich rumstanden, eine Flasche Wasser in die Hand gedrückt und habe gesagt, die hauen wir jetzt weg. Ja. So, und dann ich hab gut getrunken. Und die Leute, die dann immer so um mich rumstanden, die hatten dann auch immer gut was zu trinken. Ja, ich muss auch sagen, so das Trinken vergisst man schnell mal. Gerade wenn man dann die ganze Zeit unterwegs ist oder mit Leuten quatscht oder einfach nur am Pfeife rauchen ist. Du vergisst einfach zu trinken, dann merkst du, gerade wenn du dich mal hinsetzt,
so, oh, irgendwie Kreislauf. Oder beim Wiederaufstehen. Ja, ja, ich kriege immer Kopfschmerzen, deswegen Ibuprofen. Ja, Ibus dabei zu haben, kann auf jeden Fall nicht schaden. Das ja, zum Beispiel, wenn man irgendwelche Faxen macht und sich den Rücken irgendwie kurz ja, einlegt. Also ja, kann passieren. Gestern wäre ich auch froh über eine Ibu gewesen. Richtig. Sag ich dir ehrlich. Ja. Und dann seid ihr auf der Messe drauf, Freunde. Und dann gehen wir gleich nochmal die ganzen Stände durch. Hat jemand schon die Ausstellerliste ich hab's ready gemacht? Nice, wunderbar. Dann können wir da gleich aufs Handy vielleicht gucken. Vielleicht nochmal Eintritt, also von wann bis wann geht die Messe? Ach so, stimmt, die genau, Uhrzeit. Also normal, früher war die Messe immer von 10 bis 18 Uhr. Genau. Das haben sich aber letztes Jahr geändert. Und seit letztem Jahr ist es 11 bis 19 Uhr, was ich sehr, sehr geil finde. Also uns spielt das auf jeden Fall gut in die Karten. Weil dann, gerade wenn man noch irgendwie, für uns ist Messe noch besser. Also der Messeweg dafür, dass wir in Frankfurt wohnen ja, und in Frankfurt die Messe ist, aber die Messe ist komplett am anderen Ende von Frankfurt. Das heißt, wir fahren irgendwie vorneweg eine halbe Stunde mindestens auf die ja, Messe, wenn kein Verkehr ist. Und gerade ja, hinten beim Parkplatz ist oft mal Verkehr. Ja, da habe ja, ich ja vor 2 Jahren den Fehler gemacht, dass ich zu spät kam. Ja. Und da stand ich da sowas von im Stau. Ja. Deswegen wie lange standest du da? Ich glaube, ich war eher, also ich war, wollte um 9.30 Uhr da sein und ich war um 10:30, 11:30, also dann, wo sie aufgemacht hat, war ich auf der Messe gewesen. Ja, also bei dem Einlass auf jeden Fall, also es geht jetzt hinten um die Ausstellerparkplätze, genau, aber da gibt es halt nur ein Tor ja, und da müssen richtig, alle rein und das ist halt auch manchmal Krise. Das betrifft euch aber in dem Fall jetzt ja, genau, wahrscheinlich nicht, wenn ihr nicht irgendwie an einem Stand arbeitet oder so. Aber falls ihr an einem Stand arbeitet, auf jeden Fall früh genug da sein, weil das kann schon mal sein, dass du da mal ein Stündchen festhängst. Das musst du auch mit einplanen. Das stimmt. Ja. Gut, und dann seid ihr auf der Messe. Ihr habt eure Tickets, ihr steht in der Schlange. Die Tickets wurden gescannt und ihr kommt rein und ihr rennt los zur Halle 3. Dann würde ich euch doch definitiv ans Herz legen, direkt wenn ihr reinkommt, links abzubiegen, weiter zu sprinten und zum Stand F02 zu kommen. Ich bin einfach mal so frei und erwähne ihn direkt als allerersten Stand. Mach das mal. Weil da haben wir wieder die SWG Pop-Up Lounge. Das heißt, wir machen 3 Tage lang da eine Shisha-Bar für euch auf. Ist auch genau das Prinzip. Ihr stellt euch an, ihr kommt rein, ihr setzt euch hin, ihr bezahlt 15 Euro für den Kopf, ihr kriegt ein leckeres Köpfchen und ihr raucht 1,5 Stunden ein leckeres Köpfchen bei uns. Mehr ist es schon nicht. Und da sind halt die ganzen SWGler am Start. Der Alex kommt bestimmt auch mal ein Köpfchen bei uns auch vorbei. Ja. Ich muss auch dazu sagen, es war letztes Jahr auf jeden Fall auch der Stand, wo es die besten Köpfchen gab. Auch so, was nice, man so auch von hast den... Hast du nicht am Squeeze-Stand Köpfe gebaut? Ich habe ausgeholfen, ja. Nee, aber... okay. Nee, aber grad... du hast die Aussage, Alex findet deine Köpfe besser als seine eigenen. Nee, aber gerade was Lounges angeht so, also ich war ja auch noch mal in ein paar anderen Lounges gewesen, gerade mal mit Leuten zu quatschen. Und da kriegt man auf jeden Fall bei euch die besten Köpfchen, weil auch natürlich Ümit auch die Köpfe baut. Da ist so 50-50 Chance, aber. Nee, aber. Also ist ja eigentlich relativ easy begründet, ne? Die meisten Lounges, die es auf der Messe gibt, die sind ja von einer Marke dann. So, und wenn du dann in die Lounge von Nameless gehst, ja, klar, dann kriegst du nur Nameless-Tabak. Ja. Und das ist ja an sich nichts Verkehrtes. Aber das Problem ist, kein Mensch raucht ja immer nur einen Tabak. Oder ja, die meisten Leute, spätestens dann, wenn du dann auch Dark Blend rauchst und ein bisschen tiefer drin bist, und ich schätze, das sind halt die meisten Leute, die auf eine Shisha-Messe gehen, dann willst du halt, oh, ich will mal den neuen Aino Dark probieren und dann will ich das aber mixen mit dem und dem und dann geht das schon nicht. Ne? Ja, wenn du in die Aino Lounge gehst, kriegst du halt Aino Tabak. Aber bei uns gibt's halt einen Haufen Tabak. Kannst du da schon mal einen kleinen Sneak Peek geben, was man bei dir alles testen kann? Also wir kriegen vielleicht sogar noch ein paar von den Prototypen von dem Aino Strong ja, jetzt ran. Das heißt, den wird man dann zum ersten Mal bei uns auf der Messe probieren können. Wir haben Blackburn. Wenn ich es jetzt aus dem Kopf aufzähle, werde ich garantiert was vergessen. Wir haben Blackburn, wir haben Must Age, wir haben Sebero, wir haben Darkside, wir haben Aino Strong, wir haben Blaze. An Virginia haben wir Aino, alles Mögliche von Hukain. Wir haben Oath und vieles mehr. Also es gibt auf jeden Fall einen Haufen Tabakmarken, die wir da haben, mit noch viel mehr Sorten. Also da ist auf jeden Fall... eine gute Auswahl. Ja, da sollte ja, jeder einen geilen Mix finden, bin ich mir sicher. Und vor allem, selbst wenn man sich da nicht entscheiden kann und nicht weiß, was man raucht, dann ist das Ganze ja ganz einfach. Dann bestellt man ein Ümit Spezial. Ja. Stimmt, ja. Und dann hat sich das Problem schon gelöst und dann denkt sich der Ümit was Leckeres für einen aus. Gibt ihr trotzdem wieder so Mixvorschläge ja, wie letztes ja, Jahr? Ja. Willst du auch wieder einen machen? Ja, sehr gerne. Nice. Ja, dann machen wir das direkt noch nach der Castaufnahme. Zeige ich dir einmal die Liste, was wir haben. Und dann kannst du noch dir einen Mix überlegen. Oder halt einen, den du kennst, da draus genau, übernehmen für die ja, Liste. Ja. Dann gibt's den Directly-Mix.
Ja. Gibt es auch wieder einen Shisha-Cast-Mix? Letztes Jahr hatten wir keinen Directly-Mix. Letztes hatten wir das Shisha-Cast-Special von dir. Stimmt. Ja. Stimmt. Machen wir den Shisha-Cast-Mix oder machen wir den Directly-Mix? Lass uns dieses Jahr den Directly-Mix machen. Machen wir einen Directly-Mix. Bisschen Abwechslung. Ja. Obwohl es letztes Jahr basically auch ein Directly-Mix war. Das sind nur andere Namen. Letztes Jahr, ich glaube, 6 Stück. 6 Stück. Okay. Ja, 6 Premixes. Ja. Ja, es war immer nur Tears. Gut war, glaube ich, der am beliebtesten war, meine ich sogar. Ne? Der ist aber auch sehr lecker. Ja, ja, der ist wirklich gut. Also ich bin ja eigentlich nicht so krass der Fan von Green Tea. Mhm. Aber selbst ich finde den Mix sehr, sehr lecker, muss ich sagen. Ja. Also den habe ich mir danach auch noch ein paar Mal nachgebaut. Das kann man auf jeden Fall machen. Nee, aber auf jeden Fall, wenn ihr auf die Messe geht, geht direkt zum SWG Pop-Up-Stand. Vor allem, weil letztes Jahr war es da auch wirklich sehr, sehr voll. Ja, das muss man auch direkt nochmal dazu sagen. Das wird höchstwahrscheinlich, also wir haben ein bisschen was umgestellt. Es gibt zum Beispiel dieses Jahr keine Fotoecke. Weil ich das auch ein bisschen schade fand, dass ich dann nur in der Fotoecke rumsaß und, oder was heißt nur, aber sehr lange halt. Und es war auf der einen Seite cool, weil ich mit sehr vielen Leuten quatschen konnte. Auf der anderen Seite habe ich dann die ganzen Leute gesehen, die an meinem Stand geschuftet haben und ich saß da auf meinem Wölkchensessel und habe nicht mitgeschuftet. Und auch wenn die ganze Zeit sagen, nein, das ist schon in Ordnung und so, ist ja klar, dass das so ist. Ich fand es trotzdem nicht cool und deswegen wollte ich dieses Jahr die Fotoecke weglassen und dafür machen wir einfach ein paar mehr Sitzplätze. Das heißt, da gibt's hoffentlich ein bisschen mehr. Dann haben wir den Platz noch ein bisschen optimiert. Also long story short, ich hoffe, wir haben ein paar mehr Sitzplätze. Aber die paar mehr Sitzplätze, wenn der Andrang genauso ist wie letztes Jahr, reicht das trotzdem nicht, dass wir auch nur ansatzweise keine Schlange haben sollten. Das heißt, wenn ihr bei uns ein Köpfchen rauchen wollt, dann kommt am besten direkt und hofft, dass ihr unter die ersten 50 Leute kommt. Dann kommt ihr nämlich direkt auf den Platz und kriegt direkt ein Köpfchen ohne Wartezeit. Aber ab der, ich sag mal, wenn wir wirklich 50 Sitzplätze haben, ab der 51. Person wird es dann halt leider schon wieder eine Schlange geben. Ne? Und dann, also ich glaube, das Schlimmste, was ich letztes Jahr gehört habe an Wartezeit, waren 2,5 Stunden. Oh, das ist krass. Ja, ja, so haben auch viele gesagt, so ja, wer ist denn so blöd und stellt sich da 2,5 Stunden an? Und ich meine, wenn ihr es wollt, macht's. Aber ich kann es auch verstehen, wenn dann jemand sagt, sorry, aber ich bin hier 8 Stunden auf der Messe und wenn ich mich 2,5 Stunden anstelle und noch 1,5 Stunden Kopf rauche, dann ist die Hälfte von der Messezeit um. Das stimmt. Das geht nicht. Kann ich auch nachvollziehen, ja. Aber es ist eh schon ein Wunder, dass das so gut geklappt hat. Ja. Also von daher, seht es uns einfach nach. Wir versuchen da das Maximum rauszuholen, aber mehr geht halt einfach nicht mit dem Platz, den wir haben. Holen wir das Beste raus und so ist es dann halt leider. Die Leute, die drin sind, die wollen ja auch entspannt ihr Köpfchen rauchen. Ja. Und nicht unter Zeitdruck irgendwie 10 Minuten. Du kannst ja auch nicht sagen, 15 Euro für einen Kopf, aber du darfst nur 30 Minuten rauchen. Ja, ja. Das da wollte ja ich gerade drauf ansprechen. Und zwar, wie das Konzept dann beim Stand ist, wie viel kostet ein Kopf? Gibt es irgendwie ein Zeitlimit oder sowas? Oder wie handhabt ihr das? Habt ihr da schon einen grundlegenden Plan? Ja, also Köpfchen, oh, deine Kuh ist reingefallen, ja. Obacht. Grundlegendes Prinzip, es gibt eine Schlange, da stellt man sich an, dann kommt jemand zu dir und führt dich zu deinem Platz. Mhm. Dann bestellt ihr Pfeifen, pro 2 Personen muss mindestens eine Pfeife bestellt werden und eine Pfeife kostet 15 Euro. Wir mussten leider 5 Euro hochgehen. Ich habe ja letztes Jahr, hatte ich ja noch gesagt, wir versuchen es einfach so günstig wie möglich zu halten und das war auch dieses Jahr wieder der Plan. Allerdings müssen wir trotzdem 50% Preise erhöhen, weil Sponsoren sind dieses Jahr wirklich Mangelware. Und allein ein Beispiel, ich habe, kann ich nicht bringen. kann ich nicht sagen. Wir haben Strom bestellt, Müllpauschale bezahlt, Tickets bestellt und damit ist schon auch wieder ein guter Teil vom Budget weg. So, ne? Das kostet halt alles viel Geld und wir haben nicht viel Geld und dementsprechend muss da auch ein bisschen Geld reinkommen. Ja, klar. Weil ich sage euch ehrlich, also in einer perfekten Welt hätten wir natürlich so viele Sponsoren gefunden, dass wir am Ende sagen können, wir nehmen einen obligatorischen Euro pro Kopf. Aber es funktioniert leider nicht. Ja, klar. Also ich will auch nicht am Ende des Tages irgendwie 4.000, 5.000, 10.000 Euro von meinem Geld ausgeben und kann ich auch nicht. Dafür, dass wir Messestand und Shisha-Bar spielen können. Ja, ich denke, das ist auch nachvollziehbar, dass man da einfach die Kosten decken will und dass die Preiserhöhung von den 5 Euro jetzt dieses Jahr nicht dafür da sind, dir irgendwie die Taschen zu füllen, sondern dass es wirklich da ist, das ist ein Herzensprojekt von dir und du willst einfach nur kostendeckend oder annähernd kostendeckend aus der Sache rausgehen. Und also letztes Jahr, ich meine, genau 0 auf 0 wirst du nicht hinkriegen, lass es letztes Jahr 100, 200 Euro plus sein, die ich gemacht habe. Ja, aber im Großen und Ganzen auf die Summen von der Messe gerechnet ist das halt so gut wie nix. Aber es soll ja auch kein Geld reinkommen, aber es soll bitte auch nicht irgendwie 1000 Euro von mir verbrannt werden für den Messestand. Das wäre schön. Ja. Ja. Und wir haben die Community gefragt, was sie bereit wäre zu zahlen. Ja. Und
da waren 15 Euro dann absolut in Ordnung. Ja, man muss auch dazu sagen, 15 Euro, ein wirklich guter Kopf, ein gutes Setup, kannst du wirklich nicht meckern. Ja, also, ist halt auch das, was du so, also wenn du jetzt in eine Shisha-Bar gehst und du kriegst eine gescheite Pfeife mit einem gescheiten Kopf und gescheitem Tabak, dann zahlst du auch mindestens deine 15 Euro. Deswegen, wenn du nach Frankfurt gehst, in die Innenstadt, dann wird es nur noch viel teurer und bei Weitem nicht so gut. Ja. Also wir haben tolle Pfeifen, wir haben Moses Simulation und Aeon, beziehungsweise auch noch Emotion und natürlich auch noch Viro mit dabei als Pfeifensponsoren. Wir haben sogar die neue Darkside-Pfeife am Start, die man da zum ersten Mal rauchen können wird. Wir haben Köpfe von Cosmo, von Mose, von Hukain, also super Köpfe, super Pfeifen, super Tabak. Wir haben den Ümit, der im Omera schon, weiß ich nicht, wie viele zehntausende Köpfe gebaut hat. Also wir haben Top-Hooker-Master, wir haben Top-Produkte, kann eigentlich nur geil werden. Ja, denke ich auch. Und dann setzt ihr euch dahin, chillt euch zu uns auf den Stand, dann kommt jemand vorbei, dann quatscht ihr mit dem, was habt ihr denn so, was willst du rauchen, ein Premix, ein Image-Spezial oder wollt ihr euch was Eigenes aussuchen und dann kannst du das bestellen, dann chillst du da mit deinen Freunden bei uns auf dem Stand und rauchst ein leckeres Köpfchen. Ja. Und wir sind dann auch da. Ja. Ja, das ist so der Plan für unseren Stand. Ja, dann wir haben noch so ein paar andere kleine Änderungen. Wir haben zum Beispiel, letztes Jahr war die Kopfbaustation am Gang und die VIP-Ecke hinten drinne. Und das haben wir zum Beispiel geswitcht, dass die VIPs jetzt am Gang sitzen. Es könnte also sein, wenn du dann da sitzt und dem Messestress mal entkommen möchtest und ein Köpfchen rauchen möchtest, dass dann doch der eine oder andere mal zu dir kommt. Aber letztes Jahr... Hat es halt gesammelt vorne an der Theke. Ja, es ist schwer, das auszudrücken. So. Ich will nicht undankbar klingen. Das war schon süß, dass dann so viele Leute, wenn ich da irgendwie gerade mal in der Kopfbaustation war oder so, ist das ja natürlich süß, wenn dann Leute kommen und so, ey Marvin, können wir ein Foto machen? Aber ich hatte halt vielleicht gerade irgendwie was total Wichtiges zu tun und wollte nur dieses To-Do abhaken. Und wenn du da halt 10-mal rausgenommen wirst, du kommst nicht mit der Arbeit hinterher. Ja, und die Arbeit hat dann halt gerade Vorrang. Deswegen haben wir es dieses Mal so gemacht, dass wir hinten drin arbeiten, dass nicht jeder vom Gang. Oder auch beim Ümit, ne? Kennen ja dann auch mittlerweile viele den Ümit und wollten dann mal mit dem Ümit quatschen. Aber der Ümit hat gerade eine Liste von 13 Köpfen, die er bauen muss und alle warten auf ihre Pfeifen. Ja. Das ist dann halt scheiße. So, ist natürlich süß und nachvollziehbar, dass die Leute dann, weißt du, jeder will nur mal kurz dem Ümit Hallo sagen, aber für den Ümit ist das dann halt, mir sagen 278 Leute am Tag nur mal kurz Hallo. Ja. Und das geht halt nicht, wenn der Ümit gerade einen Haufen Köpfe bauen muss. Ja, deswegen haben wir das geswitcht, aber ich werde auf jeden Fall trotzdem versuchen, auf jeden Fall bei jedem, der bei uns auf dem Stand vorbeikommt, mal Hallo zu sagen, mich dazuzusetzen. Außer freitags, weil freitags haben wir ja noch ein anderes zu tun. Richtig, genau. Wir müssen noch Messevideo machen, damit Samstagmorgen im besten Fall schon das Video online geht. Machst du wieder eine komplette Cutting-Night? Ja, werde ich durchziehen. Ich will nochmal festhalten, das ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Also ich freue mich da riesig drüber, aber ich habe hier nicht den... Ah, du machst nicht den Ammer. Genau, den Ammer. Es muss fertig werden, du musst da Liebe reinstecken. Du gehst nicht schlafen, bevor das Ding fertig ist. Der Basti hat das Angebot und ich habe das Angebot sehr, 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 sehr gerne angenommen. Es hat und auch gut funktioniert, muss man sagen. Also du sahst Samstag schon echt tot aus. Ja, gut, also, aber Samstag kam ich Vormittag, auch später. Ja. Aber wir haben dieses Mal, hat ja Ali schon von unserem Plan erzählt? Nee, okay, perfekt. Dann müssen wir den noch testen, ja. Weil Ali hat ja letztes Jahr hat sich ja Ali zu dir gesetzt, aber er hatte ja Nachtschicht. Also er hat remote gearbeitet und hatte seine normale Nachtschicht von seinem richtigen Job. Und dieses Jahr wäre eigentlich der Plan, dass wir gucken, ob man irgendwie Final Cut Projekte gut matchen kann. Ja. Und dann könnten wir bewusst beim Dreh sagen, hier ist Halbzeit, wir machen einmal Stopp. Wir fangen einmal neu an. Ali schneidet Hälfte 2, du schneidest Hälfte 1. Am Ende verhochzeitet ihr das Ganze und dann kommt ein fertiges Messevideo bei raus. Das wäre natürlich strong, Weil dann sitzt ihr nur halb so lange. Richtig. Das wäre schon geil. Wie lange saßt du beim letzten Mal? Wann bist du samstags hier raus? Ich glaube so um 9, oder? 9 Uhr morgens. Oder 8 Uhr. Ich glaube um 8:30 waren morgens. Wir dann bei dir, ja. Wann warst du hier? Wann sind wir denn gefahren? Ich glaube direkt, wir waren ja noch essen. Ja. So um 8:09 rum. Krass, also 12 Stunden durchgeballert. Sowas, ja. Krank. Ja, ist halt auch viel Material, ne? Ich wollte gerade fragen, wie viel Raw-Footage hattet ihr da letztes Jahr? Über 500 Gigabyte waren das bestimmt. Also ich muss meinen Mac dann auch nochmal komplett platt machen, weil dieses Projekt ja allein, also die Dateien sind das eine, aber das Projekt... Wir haben beide 2 Terabyte auf dem Mac. Wirklich, das... Ja. Schluckt schon gut an Datenmengen. Ja. Und dafür muss ich meinen Mac erst vorbereiten.
So, und dann habt ihr 12 Stunden durchgeballert, dann bist du kurz nochmal pennen gegangen und dann warst du aber, weiß ich gar nicht, 11, 12 Uhr oder so, warst du auch schon wieder auf der Messe. Nee, ich glaube erst nachmittags, 16 Uhr sowas. Ach doch, so spät? Ja, ich habe erst mal geschlafen. Nee, du warst früher auf der Messe. Ich glaube auch früher als 16 Uhr. Also ich habe mich nämlich noch gewundert, wie früher dann noch da war. Ach krass, ich dachte irgendwie Nachmittag. Nee. Ich war auch so verwundert, als wir haben irgendwann mittags geredet und du hast gesagt, ja, ich habe eigentlich durchgemacht und ich stand da so vor dir so, wie, warum? Ja, keine Ahnung. Ich glaube, ich wurde auch ein bisschen rausgerissen, weil... an dem Tag wurde ich dann gleich noch angeschrieben, beruflich und angerufen und Ding, weil ich noch was offline nehmen musste von LinkedIn und irgendwie hat mich das dann gestört, da war ich eh wach. Ja gut, dann scheiß drauf, kann man auch auf die Messe fahren. Ja, ist so. Ja, genau. Und das ist halt freitags unser Plan. Ja, ja, ich habe übrigens, das kann ich noch sagen, ich habe dir das angeboten, weil das Jahr davor war das ja so mega stressig irgendwie, weil da war ich ja im Hotel. Direkt in der Nähe von der Messe. Stimmt, da haben wir uns noch in die Messe-Lounge gesetzt und geschnitten. Ja, stimmt, genau. Den Glaskasten da. Ja. Ja, und ich habe da ja, wann ging das Video da online? Ich glaube Samstagabend erst oder so. Da bringt das natürlich dem Zuschauer nichts mehr. Der ja, was heißt, da bringt es nichts mehr? Also, es hat natürlich zwei. Also wenn das Samstag schon online ist, Samstagmorgen, dann können im Bestfall die Leute das sogar gucken, bevor sie auf die Messe kommen und wissen schon genau, was abgeht und wo sie vielleicht hin sollen und was vielleicht nicht so interessant ist und was vielleicht besonders interessant ist. Der andere Gesichtspunkt bei dem Messevideo ist natürlich A, eine Dokumentation für die Zukunft. Ja. Wie sah die Shisha-Messe 2024 aus? Aber natürlich auch für jeden, der nicht zur Shisha-Messe konnte. Weil er, weiß ich nicht, weil ein Fabi in Miami sitzt und natürlich nicht nach Frankfurt fliegt für die Messe. Und der will dann aber vielleicht trotzdem wissen, was ging denn auf der Frankfurter Shisha-Messe. Ne? Ja, also es gibt ja schon mehrere. Aber klar, für vorher angucken, um schon mal zu wissen, was geht da ab, wie sieht das aus, ist eigentlich nur der Samstagmorgen relevant. Weil wenn das Samstagabend ankommt... Vor der Öffnung am besten. Ja. Dass vielleicht die Leute, die schon in Schlange stehen, draußen auch schon mal gucken. Das Video, Messevideo kann man eigentlich sagen, wenn ihr es fertig habt, hau raus. Ja, absolut. So, und wenn es um 5 Uhr morgens online kommt. Ja gut, du musst natürlich vorher nochmal gucken und abnehmen, ist klar. Aber, ja gut, aber... Ab dem Zeitpunkt kann es raus, ja. Also nicht 5 Uhr morgens. Wenn ich dann auch noch um 5 Uhr aufstehe, Alter, dann ist der Tag schon gelaufen. Du, vor allem du, weißt du? Nee, aber das wird cool. Da werden Ali und ich uns hier wieder einsperren und ordentlich reinhasseln, weil das Coole ist ja, man ist ja dann voll fokussiert. Das Einzige, wo wir Pause machen, ist dann Köpfe bauen, weil wir rauchen natürlich daneben das ein oder andere Köpfchen. Ja. 18! Nein, so viel nicht, aber... ja, und das ist halt cool, wenn man dann zu zweit ist. Und zwar letztes Jahr, da kommt die Nacht dann auch nicht so lang rüber. Also man wird dann auch nicht so müde. Ja, und Energy ist ja genug im Kühlschrank. Ja. Könnt ihr euch ja immer nehmen. Ja, genau. Und ich denke, wenn du letztes Jahr 12 Stunden gebraucht hast, wenn ihr es dieses Jahr zu zweit macht und wir noch ein bisschen präziser filmen, dann kriegen wir es vielleicht noch ein bisschen rüber und dann ist es vielleicht für jeden nur 5 Stunden. Ja. Was immer noch sehr lange ist, aber... Ja, dafür ist das Ding hoffentlich samstags online. Und das schon geisteskrank. Ja, auf jeden also, Fall. Also vielleicht auch mal für euch. Ne? Ich hoffe, ihr wisst diese ganze Mühe zu schätzen. Weil Basti und Ali haben sich, wie ihr eben gehört habt, die ganze Nacht um die Ohren geschlagen dafür, dass das Video Samstagmorgen online kommen konnte. Und das schon geisteskrank. Ja. Plus, wir werden dieses Jahr auch noch ein Messestand-Video wieder drehen. Ach, noch zusätzlich dann nochmal? Ja. Kam ja jetzt auch online, der Rückblick auf letztes Jahr. Und da wird es dann auch nochmal ein Video geben. Das wird dann aber irgendwann ein bisschen nach der Messe kommen. Das muss nicht über Nacht dann noch geschnitten werden oder so. Das ist ja einfach nur ein schöner Recap dann am Ende. Ja, genau. Also ein schönes Highlight-Video. Ja. So, und speaking of Highlights. Yes. Machen wir mal die Liste auf, wer denn so als Aussteller am Start ist. Und dann können wir ja nochmal durchgehen, was da so unsere Highlights sind. Vielleicht vorneweg einmal kurz erwähnt, während ihr die Liste aufmacht. Es gibt ein paar Stände, die sind dieses Jahr leider und teilweise sogar wieder nicht auf der Messe. Genau. Also Holster war zum Beispiel letztes Jahr nicht da, die sind dieses Jahr auch wieder nicht da. Adalia waren jetzt schon mehrere Jahre nicht da. Ich glaube sogar vor Corona waren die schon nicht da gewesen. Ich habe mich eh gefragt, super viele Leute haben gesagt, ah, ist total schade, dass Adalia nicht da ist. Wann war denn Adalia das letzte Mal auf der Shisha-Messe Frankfurt? Also ich weiß, dass sie immer auf der Intertabak am Start sind. Intertabak sind die immer am Start, vor allem im krassen Stand. Ja. Aber... Frankfurt, glaube ich, 2019 oder 2018 das letzte Mal. Ja, ne? Ist auf jeden Fall sehr, sehr lange her. Also seit Corona auf jeden Fall nicht. Ich meine sogar das erste Jahr vor Corona auch nicht. Ja, ich bin mir nicht sicher seit wann, aber ich hatte auch das Gefühl, auf der Intertabak sind die immer am Start. Ja. Aber ich glaube, Frankfurter Shisha-Messe waren die relativ lange nicht mehr. Ja. Ja. Ich würde mich auch freuen, weil Adalia eigentlich immer einen coolen Stand gehabt hat. Vor allem mit einer sehr, sehr entspannten Lounge, was sie da immer aufgebaut haben.
Aber ja, leider dieses Jahr wieder nicht. Genau wie ist heute. Die Frage, ob die Lounge auf der Frankfurter Shisha-Messe genauso entspannt wäre. Wir dürfen es nicht mit der Intertabak vergleichen. Das stimmt, ja. Weil Intertabak, um das kurz einmal abzuhaken, das ist eine B2B-Messe. Ja. Das ist eine kleine Halle. Da kommen wirklich nur Leute rein, die im Tabakbereich was zu tun haben. Ja. Das ist ein sehr kleiner Kreis in einer kleinen Halle mit einer gemütlichen Stimmung. Da würde man auch als Endkonsument nicht so happy werden, weil das eben nicht so ist, dass du dich da ordentlich durchprobieren kannst, dass es krasse Messeangebote gibt. Meistens wird überhaupt gar nichts verkauft. Es geht ja darum, dann die Deals abzuschließen, dass dann im Großhandel was verkauft wird. Deswegen ist Einzelverkauf, Verschenken, Probieren ziemlich irrelevant. Ja, hin und wieder kannst du noch probieren, das haben die teilweise auch gut, aber... Aber dann haben die da so teilweise 3-4 Pfeifen stehen. Nee, also bei Alfacher zum Beispiel stehen dann 4 Pfeifen und die haben aber 300 Millionen Sorten so. Also keinesfalls im Ausmaß von der Shisha-Messe in Frankfurt. Also, ne, also die Intertabak ist für alle, die nicht in der Shisha-Branche wirklich irgendwas beruflich machen, ist sie auch relativ irrelevant. Also es ist eine schöne Messe für uns, aber halt nicht mehr. Ja. Ja, da ist Frankfurt auf jeden Fall eine Milliarde mal geiler als Endkonsument, weil da kannst du dich halt richtig durchprobieren. Das stimmt. So, Mose kommt nicht. Mose kommt nicht. Das ist richtig, richtig sad. Bei Mose bin ich wirklich traurig drum. Ich auch, vor allem nach letztem Jahr mit dem sehr, sehr krassen Stand, was sie da aufgeboten haben. Auch wieder, muss ich sagen, designtechnisch einfach ein wunderschöner Stand. Und da war ich auch ein bisschen traurig, als ich das mitbekommen habe. Das war so meines Wissens nach... habe ich das sogar relativ spät erst mitbekommen, weil davor war das nicht so klar oder es gab keine genauen Infos. Aber ja, sehr, sehr schade. Vor allem, da Moritz ja sogar eigentlich angeteased hat, dass zur Messe eventuell was kommen könnte. Ich glaube aber auch, da wurde ja jetzt schon korrigiert, das ist, können wir auch noch kurz newsmäßig mit einpacken. Mose hat ja angekündigt am 27.07., genau, ich glaube 28.07. So, auf jeden Fall das letzte Juli-Wochenende. Ja. Samstags ist das Summer Breeze Festival. Genau. Da gibt es auch noch Tickets für. Könnt ihr gerne mal gucken, falls ihr da hinkommen wollt. Ich werde auch am Start sein. Du wirst wahrscheinlich auch am Start sein. Ich werde auch da sein. Ja. Also das sollte sehr, sehr cool sein. Einfach bei Mose auf dem Firmengelände Pfeife mitbringen, Tabak wird gestellt, Essen wird gestellt, beziehungsweise ist im Ticketpreis mit enthalten. Das heißt, einfach Pfeife mitbringen, da hinsetzen, ordentlich Köpfe zusammen rauchen, mit unseren Köpfchen rauchen und einfach hoffentlich bei gutem Wetter draußen schönes Outdoor-Köpfchen mit der gesammelten Shisha-Mannschaft. Das wird auch cool. Das sollte sehr, sehr cool werden. Ja, und wenigstens das, wenn Mose schon nicht mit auf der Messe ist. Und ich glaube, da planen sie jetzt nämlich ihre neuen Produkte zu zeigen. Ja. Und eine weitere Marke ist leider nicht da und das ist Aino. Genau. Wir hatten ja gestern, wie gesagt, den Esan hier und er hat uns erzählt, jetzt am 20. Mai kommt ja Check and Trace für die Hersteller. Ne? Also jede Tabakverpackung muss perfekt nachvollziehbar mit Codes versehen werden und muss an jedem Step in seiner Reise nachvollziehbar über diesen Code auflistbar sein, wo die wann von wem gekauft wurde, wo die hinging und so weiter. Und der Esan hat gesagt, das kostet gut 6-stellig, wenn du das automatisiert haben willst. Also so eine grobe Zahl, die uns da genannt wurde, war 250.000 Euro. So, und dann kannst du dir halt auch vorstellen, wenn er sich jetzt überlegt, okay, ich habe hier, also weiß ich nicht, ob da überhaupt eine 250.000 Budget da ist oder ob man dafür sowieso irgendwie Kredit oder irgendwas anderes machen muss. Aber unterm Strich, wenn du irgendwie 100.000 Euro für eine Messe ausgibst und dann nochmal 250.000 Euro für Track and Trace ausgeben musst, dann wird das halt irgendwann ganz schön viel. Na, also wenn ihr euch überlegt, Aino hatte einen sehr großen Stand. Der Stand wird viel Geld gekostet haben. Da sind Mitarbeiter. Die Mitarbeiter brauchen Hotels. Die Mitarbeiter brauchen Anfahrt. Die Mitarbeiter brauchen Essen. Und die Mitarbeiter brauchen Gehalt. Ja. So, und wenn du das ausrechnest, wenn du da einen Stand hast mit 20, 30 Mitarbeitern, das ist schon sehr, 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 sehr teuer. Ja. Na, und dann kann man dem Esan halt nicht böse sein, finde ich. Oder zumindest, wenn man da ein bisschen mehr Einblicke hat, sage ich mal, kann ich dem Esan da nicht böse sein, wenn er sagt, also sorry, aber wenn ich gerade 250.000 für Check and Trace ausgeben muss, dann habe ich leider einfach gerade kein Messebudget. 100%. Ich meine, man muss ja auch vielleicht nochmal für die Leute da draußen dazu sagen, für die Hersteller ist Messe wirklich eigentlich rein Werbeevent. Ja. Also du kannst nicht davon ausgehen, dass die Hersteller auf der Messe irgendwie groß das Geld machen oder sonst irgendwas. Jetzt stell dir mal vor, und das ist, glaube ich, auch viel zu krass. Jetzt sagen wir mal, eine 20 Gramm Aino Virginia Packung kostet 3 Euro. Sagen wir mal, da wäre 1 Euro Marge. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Aino nicht 1 Euro Marge da dran hat. Aber gehen wir mal davon aus. Da müsstest du 200, oder nee, ich weiß ja nicht, wie teuer der Messestand ist, aber sagen wir mal, der Messestand kostet 100.000 und Track and Trace kostet 250.000.
Bro, wie viel Tabak muss da verkauft werden, um 350.000 Euro wieder reinzuholen? Und es geht ja, wie du gerade schon gesagt hast, nicht nur um den Messestand. Es ist ja auch so viel mehr darum. Ja. Und das, deswegen ist es komplett nachvollziehbar und da müssen wir uns eigentlich eher freuen über die Hersteller, die wirklich sagen, ich gehe auf die Messe, um natürlich Werbung zu machen für ihre Produkte. Natürlich auch, dass wir einfach eine geile Zeit haben, weil umso mehr... Ja, ist ja ein Geben und Nehmen, ne? Ja, klar. Also ich meine, die Leute kommen da hin und die wollen probieren und das ist das Nehmen und genau. Die Hersteller geben, aber im Gegenzug ist es natürlich auch cool, wenn die Hersteller was dafür haben. Aber, also ich weiß nicht, ob es einen Stand gibt, der, also ich glaube, wir sind schon eine positive Ausnahme mit unserem 0 auf 0 rausgehen. Für die meisten ist das, ich gebe Geld für Marketing aus. Ja. So, ja. Das muss man schon klar und fair so sagen. Ja. Also Messe ist schon ein sehr teures Unterfangen. Ich kann es jetzt noch viel besser nachvollziehen nach den letzten 2 Jahren. Also Respekt und Danke an jede Marke, die immer wieder schöne Messestände dahinstellt und uns da eine geile Experience bietet. Ja, das ist krass. Das ist wirklich krass. Gut, habt ihr die Listen ready? Ich habe so oft angeteasert, dass ihr die aufmachen sollt. Keiner hat sie auf, Digga. Ja, mein Handy ist immer ausgegangen. Dann fang doch einfach mal oben an, Alex. Wen gibt's denn so? Wo freust du dich am meisten? Sollen wir alles durchgehen? Ich wollte gerade fragen, gehen wir alle durch oder gucken wir jetzt nach welchen, die wir kennen? Ja, wir können ja die wir nicht kennen, kurz erwähnen. Einmal vor. Okay, also ich würde sagen, wir gehen einfach alles durch. Gut, dann fangen wir mit... wo du noch was dazu sagen möchtest, kannst du ja noch was dazu sagen. Okay, dann fangen wir doch mit Stand Nummer 102 an. Das wäre Gemini Hooker. Sag mir vom Namen was, aber ich habe gerade keine Ahnung, wo ich das einzuordnen habe. Alex, du kennst doch das SWG-Video zu dem Gemini-Kopf. Ja, doch, ja. Jetzt kommt's dir, ne? Jetzt fällt's dir wieder ein. Hast du den Link in die Gruppe? Hier. Ja, genau. Gemini, ich kenne nicht viel von denen. Ach, das ist der Hallenplan. Ich habe beides reingeschickt. Beides ist dann zweite Liste. Der erste Link ist, glaube ich, die Liste. Genau. Ah, da. Gemini war ein sehr, sehr verrückter Kopf. Und zwar müsst ihr euch das vorstellen, es hatte eine normale Kopfform mit einer Kugel obendrauf. Und in diese Kugel kam der Tabak rein. Aber dann gab es unten nochmal so einen verschiebbaren, es sah aus wie so ein Mini-Kohleteller an einem Kopf. Und auf den hat man dann die Kohle gelegt. Und der war von Gemini. Jetzt weiß ich auch, warum ich die Marke kenne. Der Kopf war nicht geil, aber er war verrückt. Das und wer mal was Ausgefallenes sehen will, und da ist halt auch Messe wieder perfekt, weil angucken sollte man sich das meiner Meinung nach auf jeden Fall, weil wer weiß, was die dieses Jahr dann in petto haben. Vielleicht das haben die wieder irgendwas Neues, Verrücktes. Und auch einfach den Kopf, also den Aufsatz, Kopf war es, ne? Ja, beides halt basically. Auch das einfach mal zu sehen und auszuprobieren, ist einfach cool für die Leute. Ja, safe. Also Gemini wird bestimmt fancy. Ja, glaube ich auch. Dann haben wir WD-Hooker. Ja. Ja, ist jetzt, glaube ich, für uns nichts, aber wer eine günstige, gute Pfeife schießen will, könnt ihr mal vorbeigucken. Vielleicht haben die noch ein paar Messeangebote. Genau. Ja, also mein persönliches Pet-Peeve mit WD ist halt, dass viele Pfeifen so ein bisschen sehr inspiriert sind von anderen Pfeifen, die es gibt. Und das finde ich jetzt nicht so cool. Qualitativ und preislich kann man aber halt nichts gegen die sagen. Ja, die Qualität ist voll okay. Ist und der Preis ist meistens geisteskrank günstig. Ja. So, also viele Leute, Einsteigerpfeife haben als erstes eine WD. Ja, und gerade wenn ihr Einsteiger seid und irgendwie ein cooles Messerangebot bei denen seht, da kann man auf jeden Fall zuschlagen. Genau, dann haben wir Odoman als nächstes. Kennt man auch, ist wirklich extrem lange schon vertreten, sowohl in der Shisha-Szene als auch auf der Messe an sich. Grundlegend, ich glaube am bekanntesten von Odoman sind, glaube ich, die kleinen Travel-Pfeifen, die man so kennt, die man einfach nur draufsteckt. Glasbowl. Genau, so ein ganz, ganz schlichte Glasbowl, einfach Steckprinzip. Ja, ist jetzt auch nicht unser Favorit, denke ich mal, wo wir viel da am Start sein werden. Aber ich denke, dass die seit Jahren da sind. Genau, einfach so ein bekanntes Gesicht in der Shisha-Szene. Und ich denke auch, dass man da das ein oder andere coole Angebot finden wird. So. Dann haben wir Afendi. Könnt ihr dazu irgendwas sagen? Ich glaube, das waren Pfeifen, aber mehr kann ich dazu auch schon gar nicht sagen. Ich glaube, die waren so im Tradi-Bereich unterwegs. Ich hätte es jetzt auch dahin eingeordnet, aber ich bin mir wirklich nicht sicher. Nee, also sicher bin ich mir da auch nicht, aber hey, guckt es euch an. Wir sollten übrigens die Standnummer dazu sagen. Gemini ist A02, WD ist A04, Odoman ist A06. Genau, ja. Afendi A08. Ja. Dann kommt auf A10 Anima Design. Kennst du die? Nee. Die waren auf der Intertabak. Die waren auf der Intertabak? Das ist eine tschechische Firma,
die ganz verrückte Pfeifen baut. Also auch da würde ich sagen, ein Stand, wo sich wahrscheinlich relativ wenig Leute was kaufen werden, weil die sind relativ teuer. Also ich glaube, die gehen so bei 600 bis 800 Euro los. Aber die haben, also die Pfeifen von denen kann man am besten beschreiben mit, sehen aus wie Alien-Pots. Ja, wirklich, oder? Ja, ich glaube, ich erinnere mich, ja, wo du das schon also, mal erzählt die hast. Die sehen einfach verrückt aus und das ist auch ein Messestand, wo ich sage, auf jeden Fall mal vorbeigehen, auf jeden Fall mal angucken, weil das sind ganz verrückte Pfeifen. Und einfach mal cool zu sehen. Auch wenn ich denke, die wenigsten werden sich so eine ziehen, aber vielleicht verliebt sich irgendjemand von euch ins Design und hat da Bock drauf. Ja. Dann A11 OLED? Ja, sagt mir gar nichts. Mir auch nicht. Nee. Okay. Ja, A12 haben wir den ersten Kohlehersteller mit Coco Jaja. Nee. Coco Jaja sind die indischen Pfeifen. Ach, stimmt. Ja. Das sind diese auch wirklich ganz verrücktes Design, schon, diese ja, indischen cool, Pfeifen. Ja, klar, nee, doch, ist, nee, ist nicht cool. Der Name lässt drauf schließen, gell? Ja, ja, bei Coco, ne? Denkst du direkt, Kohle. Auch diese riesigen Pfeifen, die da teilweise haben. Ja, ja, die haben ja, ganz vor allem auf A13 kommt dann Coco Werk GmbH. Das wird wohl der Kohle sein. Ja, das könnte maybe sein. Ja. Aber da weiß ich noch nichts zu. Dann kommt Kaya, Aroma und Smoke. Hört sich für mich Vape-lastig an. SRL ist Spanien, oder? Ist SRL Spanien? Ist das nicht eine spanische Geschäftsform? Das weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht. Fizzy Vape. Ja, ja. Vape. Vape. Wir sind der Shisha-Cast, nicht genau, der Vape-Cast. Genau. Dann A18. Oh. Caesar Crystal ist am Start. Geil. Also. Und da freue ich mich extrem drauf. Da werde ich auf jeden Fall mal vorbeischauen und gucken, ob die da irgendwas Cooles am Start haben. Caesar Balls kennt ihr alle, die sehr, sehr schönen Steckballs. Die zwei man hier, haben wir hier am Start. Genau. Und hatten, glaube ich, letztes Jahr auch echt solide Angebote für Caesar Balls. Ich weiß aber, weißt du noch, wie die Angebote waren? Weil ich weiß nicht mehr, sie hatten welche. Genau, sie hatten welche, ich weiß aber nicht mehr. Ich meine, es waren 20% auf alles, aber ich bin mir nicht sicher. Das wäre strong, wenn die das aber 20% auf alles kannst du auf jeden Fall nicht meckern bei Caesar. Kannst du nicht meckern. Also nee, mehr Rabatt kriegst du eigentlich nicht auf Caesar. Nee, wenn du mal Glück hast, kriegst du beim Mose Rabatt auf Caesar Balls, ja, aber ich aber auch nicht. 20. Genau. Ja. Ja, aber Caesar also hat ja vielleicht mal irgendwo, wo ein Shop zugemacht hat, es wird mit Sicherheit meine Caesar Balls günstiger gegeben haben, aber für normale Angebote 20% wäre schon stark. Ja. Also wenn die da wieder 20% haben sollten und das 20% waren, kann man da auf jeden Fall reingehen. Ja. Schaut auf jeden Fall vorbei. Ja, also auch allein, wenn ihr schon die ganze Zeit mal überlegt habt, oh, so eine Caesar Bowl, ja oder nein, ey, das ist der Moment, wo ihr sie wenigstens mal in die Hand nehmen könnt und wenn euch dann die Qualität noch nicht überzeugt, dann kann euch auch keiner mehr helfen. Ja. Und vor allem, ich glaube, war das nicht letztes Jahr so, dass die wirklich Sonntag schon ausverkauft waren? Sonntagmittag, Nachmittag? Bei Mose, oder? Also meine gesammelten Messeeindrücke sind basically nur Freitag, ne? Weil ab Samstag, Sonntag war halt stimmt, Stand. Ja. So. Ich meine, dass die letztes Jahr ausverkauft waren am Sonntag. Ah, okay. Und deswegen würde ich euch ans Herz legen, wenn ihr überlegt, euch eine Caesar zu holen, die wirklich wieder Angebote haben, guckt schnell vorbei und falls ihr überlegt, kauft sie vielleicht eher, anstatt dann zu sagen, oh, ich ärgere mich, dass ich keinen mehr bekomme. Ja. So, danach haben wir Cool Shisha. Sagt mir gar nichts. Mir sagt es irgendwas, aber ich kann es nicht einordnen. Okay. Seasmoke GmbH auf A22 kenne ich auch nicht. Auf A24 kommt dann aber wieder was Bekanntes, genau. Die Diamond Hookahs. Da bin ich auf die Messeangebote gespannt. Ja. Weil, also es gibt nur eine Sache, die mich an Diamond Hookah wirklich stört. Und das ist die Preispolitik. Weil die haben schon coole Sets. Ja. Also für so Leute, die sagen, ey, ich habe jetzt 100 bis 150 Euro und ich will eine Vierschlauch in einem Set mit allem dabei, haben die schon ein paar interessante Sachen. Nur es gibt ein Problem und zwar die Standardpreise von Diamond sind viel zu hoch. Das heißt, Leute, die zum normalen Preis kaufen, ganz doofe Idee, ja. Aber die haben gefühlt alle zwei Wochen wieder Angebote, wo die Pfeifen dann zu einem sehr fairen Preis zu haben sind. Aber man darf halt wirklich Diamond einfach nicht kaufen, wenn es kein Angebot gibt. Du musst Diamond im Angebot kaufen. Ja, wirklich. So, aber das könnte sich natürlich auf der Messe extrem anbieten, weil ich gehe davon aus, sie werden auch Messeangebote haben. Können wir auch nochmal kurz dazu sagen, es gibt Stände, da geht Kartenzahlung, es gibt Stände, da geht keine Kartenzahlung. Stimmt. Das heißt, habt auf jeden Fall ein bisschen Bargeld dabei. Wenn ihr zum Beispiel bei uns einen Kopf rauchen kommen wollt, der geht nur Barzahlung. Ja, ich weiß, mir haben dann Leute geschrieben, ja, aber du kannst doch hier innerhalb von 2-3 Tagen kannst du noch Kartenzahlung hier über das und dies. Freunde, wir haben keine 2-3 Tage.
Ich laufe auf 150% seit Monaten. Ich habe keine 2-3 Tage und auch keine 2-3 Stunden, um mich darum zu kümmern. Wir machen einfach Barzahlung. Das ist easy. Ihr legt da 15 Euro hin, ihr kriegt einen Kopf, fertig. Ja, Problem gelöst. Bei 15 Euro ist es ja noch im Rahmen. Ja, ich mein, wenn du dir eine Shisha für 600 Euro kaufen willst, genau, dann wäre es schon nett, wenn da Karten zahlen genau, musst, weil ja, du willst vielleicht nicht mit einem Taui in der Tasche durch Frankfurt laufen. Eben. Aber bei 15 Euro für einen Kopf ist das hoffentlich machbar. Sollte man dabei haben. Ja, denke ich ist auch. Ist das nicht Standard bei dir? Ein Taui? Ja. Wenn der Rest von den 10.000, die ich immer abhebe, schon weg ist, dann habe ich nur noch einen Taui dabei. Ja, verstehe. Ja, ja, verstehe. Ja, ja. Das war übrigens ein Joke. Für die 3 Leute, die jetzt wieder da sind. Oh, krass, 10.000 Euro. Influencer. Mashallah, Habibi. Wirklich Standard. Das war kein Joke. Zeig jetzt dein Portemonnaie. Ich hab's nicht dabei. Ja, ja. Ich hab's dabei, kannst ja reingucken. Aber fang nicht an zu weinen. So, nach Diamond Hooker kommt Mia. Die kennt man auch schon sehr, sehr lange. Ja. Also ich denke, das sind die. Also der Firmenname ist Mia Sarai LLC. Ich kenne auch aber, nur Mia vom Namen. Ja, das ist auch eine, also solange ich in der Shisha-Szene bin, gibt es auch Mia-Pfeifen. Ja. Aber hört man von denen aktuell irgendwas? Haben die also? Nee, man kennt die einfach, ja, aber das war es dann auch ja, irgendwie. Die gibt es irgendwie immer, aber also ich kenne auch niemanden, der eine Mia hat. Nee. Früher ein paar. Früher ja. Ja. Aber da gab es auch nur 3 Hersteller. Ja, genau. In früher zu NPS-Zeiten hat man halt ja, man hat NPS, Mia, also Nagilem, Mia, ja, Amy. Kaya? Kaya noch, ja. Kaya noch, ja. Das waren so die jeder hatte. Ja. Aber irgendwer muss es ja haben, weil sonst würden die ja nicht. Ja, gut, man muss auch dazu sagen, da sind ja viele internationale Marken, ja, die zum Beispiel auch einfach nur Kontakte in Europa und Deutschland halten wollen, ja, und sich da mit allen treffen und dann haben die halt da einen Messestand und dann trinken die da halt mit ihren 10 Geschäftspartnern ein Käffchen und dann haken die Messe ab. Verstehe. Aber also nicht alles, was auf der Frankfurter Shisha-Szene ist, ist ja zu 100% nur für Endkonsumenten in Deutschland gedacht. Das stimmt. Ne? Also das sind ja zum Beispiel auch, wir werden noch auf ein paar asiatische Namen stoßen. Das sind dann Fabriken, die da was herstellen, die vielleicht einen neuen Kunden gewinnen wollen oder so und sich da mal präsentieren. Aber das ist jetzt nichts, wo der 0815 deutsche Shisha-Raucher andauernd einkauft oder das wissen sollte. Aber die sind halt auch dabei natürlich. Auch da, ja, ne? Von daher passt das schon. Was haben wir noch? A28 haben wir Aussie Smoke. Mhm. Sagt ihr was? Nee. Nee, mir dir? Auch nicht. Okay. Mir erst recht nicht. Was, die guckt immer so, was fragt ihr da mich, Bro? Ja, wirklich. Wir sagen hier 90% der Namen nichts. Naja, 90% nicht. Ja. Diamond, Caesar, ja, kennst du doch alle. Das sind jetzt 2 von Nachrichten. Ja, da waren noch mehr. Ich habe doch nicht alle aufgezählt, mein Gott. Gut. Next one, A30, um die A-Reihe fertig zu machen. Inox Air. Sagt mir irgendwas, aber ich würde das eher im Vape-Bereich sehen. Sind das die mit diesem Kohle-Monoxid-Windschutzfilter? Klingt vom Namen her ein bisschen das so. Das kann sein. Weiß ich aber nicht. Also ist ein Wild Guess. Air Shisha, war das nicht? Maybe. Ah. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. So, den nächsten, Flame Shisha. Kenne ich auch nicht. Kenne ich auch nicht. Okay. Osti? Aber ich meine, das ist ja auch das Geile, ne? Weil so ja, alle, wo wir nicht kennen, ich bin gespannt. So, vielleicht Flame Shisha, überkrasser Tabak, vielleicht neue Pfeifen, die es noch nicht gab und jetzt stellen die vor. Also, ne, nur weil wir den Stand nicht kennen, soll das nicht heißen, dass der Stand uninteressant also ich ist oder so. Noch besser, wenn wir mehr Stände nicht kennen, einfach nur, dass wir was Neues sehen. Bro, imagine Flame Shisha haut jetzt überkranken Tabak raus, so wie letztes Jahr, wie hieß dieser Kohlehersteller, der dann noch den Tabak hatte? Ja, ich weiß, welchen du meinst. Ich weiß, ich komme aber nicht auf den Namen. Ich komme auch nicht auf dieser den Namen. Dieser große, ganz große Stand. Ja, die diese riesige Kohlestücke diese da hatten. Diese Kohle mit Löcher war das doch, ne? Löcher? Nee. Da, wo man gesurft hat? Nee. Was für Surfen, Bro? Ah, okay, gut. Wir reden von anderen Sachen. Nein, es gab einen aber Stand, ich weiß, welchen du da meinst. Sind wir im Video dran vorbeigelaufen und dachten so, okay, Thumbnail. Cool, der 13. Kohlehersteller. Ja, ja, und ja, im Nachhinein hat jeder gesagt, Bro, hast du den Darkblade probiert? Überkrass. Ja, und ich war so, wie Darkblade? Ich habe da ein Stück Kohle gesehen, bin weitergelaufen. Wir haben kurz Thumbnail gemacht. Ja, und damit will ich sagen, es lohnt sich auch an den Ständen, die vermeintlich uninteressant sind, einfach mal kurz zu gucken, was sie so da haben. Ja, ich muss auch ein bisschen mehr. Weil ich dummkopf bin weitergelaufen. Also ich muss für mich selber auch dieses Jahr ein bisschen mehr, wie sagt man, Awareness dafür haben und nicht einfach an 90% vorbeilaufen und nur da stehen bleiben, was ich kenne. Was man kennt, ja. Ne. Ja, ich muss da ein bisschen mehr auch mal mir alles in Ruhe angucken. Oder der schon. Neue Darkblend, den Mose importieren will. Wie heißt er? Irgendwas mit H, oder? Hyde. Hyde. Der Hyde-Tabak. Ja. So, der war letztes Jahr auch, Bruder, keine hatte eine Ahnung, was ist Hyde-Tabak. Die hatten richtig gute Aber der Sorten war geil. Dabei. Ja. Richtig gute Sorten so. Und auch das, ne, wenn du so, ich gehe zu denen, die ich kenne und weiter gucke ich nicht, dann wärst du auch an Hyde vorbeigelaufen. Dann macht dir die Messe auch keinen Spaß. Ja. Also ist ja. Also, long story short, alles, was wir sagen wollen, auch die Stände, die vermeintlich uninteressant sind, werft vielleicht nochmal einen zweiten Blick hin. Vielleicht gibt es da doch noch was Interessantes. Ja, auf jeden Fall. Ja.
Gut, jetzt wieder ein Stand, den man, also wer den nicht kennt, weiß ich auch nicht. B02. Sind wir schon auf 80%. Und zwar ist das Black Coco. Yes. Kohlehersteller mit Kohle in Hülle und Fülle und in jeder Form und Farbe. Und seitdem es die Shisha-Messe gibt, gibt es schon Black Coco auf der Messe so gefühlt? Na, no, Black Coco ist jetzt nicht eine der ältesten Kohlemarken. Die sind also ich, alt. Für mich ist Black Coco immer Shisha-Messe, weil die auf der Shisha-Messe, seitdem ich hingehe, eigentlich immer so mit den größten Stand haben. Ja, das stimmt. Und immer mit der Lounge zusammen schon sehr groß auffahren. Ja. Einfach, ich weiß gar nicht, wann Black Coco angefangen hat. Ich weiß nur, als ich angefangen habe, Shisha zu rauchen, gab es halt noch kein Black Coco und irgendwann kam die. Aber Black Coco, ein Grundsäuler in der Kohlebranche. Also immer grundsolide Kohle am Start gehabt. Bevor ich jetzt bei Zauberwürfel war und es diese komische Kohleknappheitsgeschichten gab, habe ich mir auch 120 Kilo Black Coco. Ich glaube, ich habe auch immer noch irgendwie 20 Kilo in der Garage liegen. Das ist die Notfallkohle. Ja. Ja, wenn mal alles kaputt geht, ich kann noch einen Monat rauchen, kein Problem. Oder zwei, drei vielleicht, wenn man sparsam wäre. Maybe. Wirklich sparsam. Wirklich sparsam. Ja. Gut. Dann haben wir Doga Komur Chuluk. 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 Ja. Kennen wir nicht, oder? Nee. Jasmin Tobacco? Sagt mir nichts, aber wäre ein neuer Tabak und wäre ich auf jeden Fall ready für. Ja. Wenn die keinen Jasmin haben. Bro. Ich hoffe. So. Will ich probieren. B07 Sicari. Sicari? Keine Ahnung. Sicarü. Was? Ihr habt überhaupt keinen Guess abgegeben. Oder? Ich wär auch bei Sicari gewesen. Ja. Für mich sieht das irgendwie nach Sicari aus. Ja, Sicari. Dann auf B07. Hä, ach guck mal, die teilen sich einen Stand. Sicari und Husun. Oder was? Der hat mich schon im Streamhops genommen, ne? Aber das Ding ist ja... Also deswegen hast du gerade extra noch gewartet im Aussprechen. Und dich komplett ins Messer laufen lassen. Also auf Deutsch wäre es Husun. Und auf Englisch wäre es Husun. Hu. Der Name ist verwirrend. Aber ich glaube, wir können auch einfach kurz sagen, wir wissen alle nicht, was da abgeht. Nee. Dann haben wir als nächstes ACME Vape. Ja. Ja, wir sind der Shisha-Cast, nicht der Vape-Cast. Dann haben wir IVG. Auch Vape. Auch Vape. Kennt man die oder was? Ja, also ich kenne die auf jeden Fall. Ach krass, ich kenne die nicht. Das sind die haben so ein Pod-System mit prefilled Pods, wo du dann so vier Stück reintust und dann so drehst, um die Geschmäcker zu switchen. Okay, klingt eigentlich ganz fancy. Ja, ist halt Vape. Ist halt Vape. Ja. Ja. Nika Tobacco GmbH auf der B09. Mhm. Sagt ihr was? Nee. Mir nämlich auch nicht, aber nochmal ein Tabakhersteller. Klingt mein immer so, als ob ich es kenne. Weil schon, ich war immer also, so, und du immer so, ach, kennst du? Und ich dann immer so, nee. Jedes Mal. So, danach kennen wir aber wieder ein paar. Yes. Venuka ist am Start. Ja. Die hatten wilde Pfeifen. Die hatten ja auch die Pfeife mit Nimo zusammen. Oh, sorry. Was die kurz mal das Mikrofon vom Alex abgekappt. Du redest jetzt nicht mehr weiter, Freundchen. Ich darf nicht mehr. So, also Venuka auf jeden Fall coole Shishas, da kann man vorbeigehen. Direkt am selben Stand, weil selber Hersteller. Da bin ich wirklich sehr gespannt auf ein neues Produkt. Von 27er? Nee, von Venuka. Haben die ein neues Produkt? Nee, also es wäre cool, wenn die neues haben. Okay. Weil ich fand, also... Ist auch wieder, weißt schon mehr? Nee. Weil von der Qualität her war die Venuka, also jetzt nicht die Nimo Edition, sondern die normale Venuka, war ja schon krass eigentlich. Also die hat gutes Gewicht mitgebracht, Edelstahl, also Durchzug brutal. Die war halt designtechnisch auf jeden Fall nicht mein Fall und die war, glaube ich, auch weitaus zu teuer. Und wenn die irgendwas Cooles auf den an den Start bringen, kann ich mir vorstellen, dass mir das gefallen würde. Ansonsten teilt sich ein Stand mit 27er Original auch Kohlehersteller. Also 27er, die roten Verpackungen kennen, glaube ich, einige von euch. Und ja, genau, 27er. Die kennen sogar ich. Und das muss was heißen. Basti kennt was? Nee, aber sind es die gleichen Besitzer von Venuka? Ich glaube schon, 27? Ich glaube, Venuka macht auch 27. Ah ja, okay. Ich glaube, das gleiche Unternehmen steht dahinter, deswegen auch der gleiche Stand. Verstehe. Ich glaube auch. Achso. Ich dachte, da kommt noch irgendwas. Nö. Ich glaube auch, das ist derselbe Hersteller. Ja. Dann B11 haben wir Hest Handels GmbH.
Ich habe keine Ahnung. Vielleicht das ein bleibt Shop spannend. Oder halt wirklich ein Handelspartner. Für ja, ja, vielleicht eher so ein B2B-Ding, aber ja, trotzdem mal einen Blick drauf werfen. Jetzt kommen aber einige, die wir auf jeden Fall kennen und damit angefangen bei B12 mit Blackburn. Oh ja. Oh, Digga. Hast du gesehen, wer der Nachbar von Blackburn ist? Nee. Guck mal eins weiter. Ach, sind die direkt nebeneinander? Ja. Ach, krass. Kokain und Blackburn direkt nebeneinander. Also, Freunde, wenn ihr zu Blackburn wollt, geht am besten Freitag. Ich glaube, die geben Freitagabend auf. Also, nee, nee, Kokainstadt stellen wir uns nicht mehr. Das ist ja, du hörst ja dein eigenes Wort nicht. Und ich musste um 8 Uhr morgens hier 3 Biertonnen an. Also, das, damit soll ich denn da noch auf der Messe? Also, das ist ja. Das geht aber in beide Richtungen, glaube ich, wenn Blackburn wieder irgendwie laut ja. Musik und Tänzerinnen und ach, du heilige und Scheiße. Dann, ja. Blackburn kommt mit dem Wodka und Kokain kommt mit dem Bier um die Ecke. Boah, das wird ja richtig schlimm. Shit. Ja. Und zwischendrin steht da Eon. Ups. Und der Mord dann so auch, Mann, ich wollte hier nur lecker und Ginger rauchen und jetzt sind hier die ganze Zeit feiern, ey, scheiße. Ja, auf jeden Fall erstmal angefangen mit Blackburn auf der B12. Weißt du schon irgendwas Neues? Ich meine, Blackburn allgemein solltet ja eigentlich jeder kennen, gerade der den Shisha-Cast verfolgt, mit der Folge von Eugen hier. Hat ja sehr, sehr viel erzählt. Aber vielleicht schon mal vorab, ob man irgendwas Neues weiß, was so rauskommt. Also ich weiß nicht, ob noch neue Sorten zur Messe kommen, aber Blackburn hat ja in letzter Zeit auf jeden Fall gut neue Sorten rausgebracht. Iceberg, Pearl Lemonade, Blackberry Lemonade und noch ein paar Lemon Shock gab es schon. Melon Horse, aber es gibt auch noch den Lemon Ice irgendwas. Es gab den Lemon Shock, den kennen wir ja schon. Ja, genau. Lemon Horse auch, oder? Ist auch Lemon Horse? Ich glaube schon. Naja, auf jeden Fall, Blackburn hat viele neue Sorten in letzter Zeit rausgebracht. Yes, ja. Und das wäre der perfekte Zeitpunkt, wo man sich da mal ordentlich durchprobieren kann. Ja, und ich meine, glaube ich, sogar, dass noch was Neues kommt. Oh. Und ich glaube, dass es da auch was Interessantes von Cosmo geben soll, habe ich gehört. Die Hellen, kommen die endlich? Achso, du weißt schon, ja. Ich glaub, also, ja, das wurde ja schon oft angeteasert, die Hellen. Also, ja, also die haben die auch schon 100 Mal auf Instagram gezeigt. Ach so, ja gut. Dann, ich meine, dass die zum Messen... League Nummer 3 diese Woche. Also meinst du es nach, sind die geplant für die Messe? Ob die fertig werden, stand nicht fest. Ja. Aber die wären geplant, dass die auf der Messe... Das wäre geil. Ja. Die sind auf jeden Fall schön. Man wird es erfahren, wenn man hingeht. Ja, auf jeden Fall vorbeigucken. Genau. Und Blackburn stand, passiert noch was Cooles. Blackburn wollte nämlich so eine kleine Aktion starten. Ich weiß gar nicht, ob du da auch dabei bist. Mir wurde geschrieben, ich habe keine Antwort mehr bekommen. Ah, perfekt. Ja, also ich habe nach langen, intensiven Klärungsgesprächen mit Blackburn, also wirklich, da muss ich einfach mal, also manchmal ist es, also es gibt Leute, mit denen ist so Dinge auszumachen extrem einfach. Und da gehören die nicht dazu. Aber das, was sie vorhaben, klingt trotzdem extrem geil. An sich hat sich sehr geil angehört. Ja, also ich habe auch eine Antwort bekommen. Ich werde Samstagnachmittag eine Stunde am Blackburn-Stand sein. Wahrscheinlich von 17 bis 18 Uhr. Und da hat mich Blackburn gefragt, hey, wir würden gerne ein paar Leute zu uns auf den Stand einladen und wir würden gerne den Leuten ein paar Mixes präsentieren, die von Leuten in Deutschland halt gerne geraucht werden. Und da soll ich einer von denen sein. Und ich meine, auch das steht. Ihr werdet sehen, ob ich da am Samstag bin. Ansonsten bin ich am SWG-Stand. Wo ich meinen Lieblings-Blackburn-Mix, beziehungsweise sogar zwei Mixes, die ich habe, dort präsentieren werde. Ne? Ja, also da könnt ihr eine Stunde mit mir bei Blackburn chillen. Ich zeige euch zwei von meinen Lieblings-Blackburn-Mixes, vielleicht auch als kleine Inspiration für euch. Und dann könnt ihr euch die Mixes angucken, könnt die probieren, könnt mir beim Kopfbau über die Schulter gucken, Fragen stellen. Ja, einfach eine Stunde noch Meet and Greet. Einfach, also ob ihr nur Hallo sagen wollt oder ob ihr euch den Mix angucken wollt. Ich bin dann Samstagnachmittag ein Stündchen bei Blackburn. Falls es da nochmal eine zeitliche Änderung gibt, sage ich euch da auf Insta Bescheid. Und falls ich nicht bei Blackburn bin, dann bin ich an F02. Da kommen wir gleich noch zu. So sieht's aus. Ja. Ja, Hukain, auch spannend. Hukain hat ja 1000 Milliarden neue Produkte. Also B14. Also Fuck Your Law 2.0 ist noch nicht lange draußen. Blaze 25 Gramm ist noch nicht lange draußen. Ja. Und jetzt auch noch der neue Fuck Your Law Dark. Also da gibt es einiges. Da kannst du ja allein am Hukain-Stand kannst du gefühlt 25 Sorten probieren. Also es gibt 7 Blaze, es gibt 7 Fuck Your Law Dark und es gibt wie viele Fuck Your Law? Viele. Viele. Wie viele gibt's? Ja. 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 Also keine Ahnung, alleine am Hukain-Stand kannst du 20, 25 neue Flavor probieren und dir mal ein Bild darüber machen. Ja. Und vielleicht gibt's auch noch Make-up-Anmisch-Tutorials oder so, dann in Person. Also da auf jeden Fall. Da wird's einiges. Hukain gibt's auch einiges. Und auch Köpfe. Den Sevilla auf jeden Fall. Ja, ich und den Sevilla gibt's jetzt noch in hell. Stimmt. Der kam vorgestern bei mir an. Danke, Basti. Entschuldigung. Ich glaube, der kam vorgestern bei mir an.
Ja. Einmal auf den anderen verlassen. Reingeschissen, ey, scheiße. Ja. Ich wollte gerade was machen. So. Weißt du, oh, Schießermesser, guck mal auch mal für den Schramplan. Ja, so ungefähr. Ja, also die haben auch noch neue helle Mehrlochköpfe. Ich weiß gar nicht. Naja, ich weiß nicht, ob das Produkt... Nee, vielleicht kommt das noch nicht zur Messe. Ich lieg nicht, nicht das nicht vierte Ding. Ja. Ja, du hast aber einen schon übersprungen, und zwar die Ian GmbH auf B13. Warte, die sind direkt nebeneinander, ja, aber ich auch grad, das von der Standnummer her nicht. Das wollte ich gerade gucken. Ah. Deswegen war ich gerade ein bisschen abwesend. Okay. Ich, ja gemeint, dass ich dachte, obviously kommt nach Blackburn, weil die an Hukain grenzen, Hukain. Aber dazwischen nee. Ist ja, nee, das, Standnummer. Das habe ich ja gemeint, dass das dann Aeon zwischen den beiden. Ah, okay. Aber ich muss auch sagen, ich finde es gerade gar nicht, wo der oben links. B13. Ja, was geht bei Aeon? Genau, Ian GmbH auf der B13. Ich denke mal, dass da Ian und Viro zusammen gefasst und? Sind. Und Nevo natürlich. Mhm. Das läuft ja alles unter Ian im Endeffekt. Und ja, also ich weiß gar nicht, ob ich das leaken kann. Ich denke mal, ich kann leaken, dass bei... Ich habe auch schon genug geleakt die Woche. Das hast du auch einfach raus. Vor allem auch gut, wenn der Satz anfängt mit ich denke mal, ich kann leaken, dass... Das ist wie, wenn jemand sagt, ich bin ja kein Rassist, aber... Bro, du bist Rassist. Also meines Wissens nach ist für Viro was geplant. Für Viro? Für Viro. Ach so. Ja. Ansonsten, Nevo kann ich zusagen, dass die Version auf jeden Fall... gut überarbeitet wurde. Also gerade was die Software anging, gab es da ein paar Änderungen. Auch gerade zu deinem Modell, das du jetzt noch hast. Bin ich sehr gespannt, was du zu sagst. Ich konnte... Ja, bin ich auch gespannt. Der Marc bei mir aus der Community ist der fleißigste Nevo-Tester, ja, den es auf Planet Erden gibt. Ja? Ich glaube, der ist bei seinem vierten oder so. Ach krass. Ja, ja. Der hatte leider wirklich eine Pechsträhne. Also sie sind ein paar verreckt. Aber muss man auch sagen, schade, dass passiert. Aber der Support hat ihn bis jetzt nicht in den Stich gelassen. Ja, also hat er immer innerhalb von ein paar Tagen Austauschgerät gehabt. Das ist das Wichtigste dann. Ja, also im Optimalfall würde das Ding nicht kaputt gehen. Klar. Aber es ist trotzdem schön zu wissen, wenn was damit ist, dann hast du es bei einer gescheiten Firma gekauft, die sich drum kümmert und dein Problem wird gelöst. Ja. Und dann ist ja halb so schlimm, finde ich. Richtig. Ja, Nevo wird sehr, sehr spannend. Auf jeden Fall für einige. Denke ich mal auch wieder, dass da sehr, sehr viele allgemein, gerade die jetzt noch keinen Nevo kennen, würde ich auf jeden Fall empfehlen. Schaut es euch einfach mal an, probiert da mal eine Pfeife. Also allein für das Geschmackserlebnis. Ja. Allein mal zu wissen, wie das ist, einen Kopf ohne Kohlegeschmack zu rauchen, das ist schon faszinierend. Ja. Genau. Also selbst wenn ihr überhaupt nicht plant, euch so ein Ding zu kaufen, geht den einfach kurz probieren. Ja. Wenn ihr eh auf der Messe seid, nehmt das mit, unbedingt. Probiert es einfach. Ja. Genau, dann Hukain hattest du schon. Dann gehen wir weiter. Ja? Ich will ganz kurz, ich habe gerade auf dem Heimplan nochmal geguckt. Mhm. Also während Hukain und Blackburn wirklich nebeneinander sind, relativ mittig in der Halle, also von der Struktur her. Ach so, oben mittig. Genau. Ist Aeon eher weiter hinten in der Halle, wenn man vom Eingang aus. Ja, okay. Ja, Standnummerierung ist eh verwirrend. Wir sind genau am selben Stand, ist nicht mehr F01, ist F02. Dann fragt man sich natürlich, okay, was ist F01? Gibt's nicht. Genau. Unser Joke ist jetzt, wir haben F01 letztes Jahr so geisteskrank abgerissen, dass es den einfach nie wieder geben kann. Aber ist es die gleiche Halle wie letztes Jahr? Es ist dieselbe Halle, es ist exakt derselbe Ort, an dem unser Stand ist, es ist exakt dasselbe Maß vom Stand, der heißt jetzt einfach nur F02. Genau. Vielleicht hat die Messe Frankfurt auch einfach was geändert. Gar nicht, also ich denke mal, der Messeplan und der Grundriss, der wird ja von der Messe Frankfurt kommen und nicht von der Shisha-Messefirma kommen. Weil es gibt die Messe Frankfurt als Unternehmen. Und da mietet sich die Shisha-Messe Frankfurt eine Halle für den Zeitraum. Ich weiß, was du meinst, aber die Planung von den Ständen müsste ja eigentlich trotzdem von der Shisha-Messe kommen. Die Planung von wer kommt wohin und wer nimmt welchen Stand, ja. Aber wie viele Stände gibt es und wie groß sind die, ist maybe, weiß ich nicht. Ja. Weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall. Ist ja auch egal, wir sind am selben Ort wie letztes Jahr. Ihr kommt rein, ihr geht nach links. So, ja. Ja. Aber wenn man 8 Stunden Zeit hat, läufst du hoch, nächsten Gang wieder runter, hin und her und hin und her und guckst dir einmal alles an. Zwischendurch rauchst du eine Pfeife bei Marv. Genau, wichtig. Ja. Apropos Pfeife bei Marv rauchen, wo man den Nevo haben, die auch probieren kann. Stimmt, sogar intensiv. Ja, ist am SWG Pop-Up Store oder Stand. Stand, Pop-Up Lounge. Lounge. Da haben wir eine Gruppe mit einem Nevo ausgestattet. Eine Tischgruppe mit 4 Nevos. Genau. Und da kann man dann den Nevo auch mal testen. Egal, länger. Bin ich gespannt, was die Leute sagen. Ja. Also wenn ihr wirklich mit dem Gedanken spielt, euch einen zu kaufen, dann sagt direkt bei uns an der Schlange Bescheid, dass ihr gerne den Nevo testen wollen würdet. Und dann müssen wir, wenn ihr jetzt halt
20 Leute in der Nevo-Line. Also es gibt keine Nevo-Line, aber ne, dann dauert es halt auch ein bisschen. Oder es würde sehr lange dauern. Es würde lange dauern. 5 mal 1,5 Stunden, das ist mehr als ein Missetag. Ja. Gut, aber ne, sagt vielleicht Bescheid, wenn da Platz ist an einem Nevo-Platz, dann könnt ihr auch direkt bei uns nochmal den Nevo testen. Genau. Ja, auch cool. Gut, gut. Gehen wir weiter mit B15. Wollte auch noch mitmachen. NPE Farco Menko. Paco. Nee, Paco. Paco Menko. OA. OA. Ja. Kein sagt mir gar nichts. Nee. Ja, okay. Dann haben wir Shisha Presso auf B16. Yes. Das ist so ein großer Stand. Oh, das ist ein großer Stand. Er ist ein großer Stand direkt neben Hukain und Blackburn. Ja, sind das nicht die, die auch so Kapseln haben? Genau, die haben praktisch UK in Oldschool. Also die haben, die haben fertig gebaute Kapseln, die du dann in einen vorgefertigten Kopf legst. Zumindest war das System vorher so. Ich weiß nicht, vielleicht haben die was Neues. Vorgebaute Kapseln, die du in den Kopf legst, oben noch Kohle drauf und Abfahrt. Also die Dinger sind komplett ready to smoke. Du musst nichts mit Kopfbau wissen, du musst nichts mit Mixology wissen. Du kannst einfach loslegen und kannst den Kopf auf deine bestehende Pfeife packen. Zumindest war es so bis jetzt. Ja. Also wenn die einen riesen Stand haben, vielleicht haben die auch einen neuen Produktlaunch oder so. Wäre cool, aber vielleicht auch nochmal überarbeitet, weil ich muss sagen, ich fand die, die du damals holen konntest, fand ich nicht so gut. Ich fand die, also wenn ich mir überlege, wer kauft sich sowas, dann sind das natürlich. Ja nicht wir. Ja, klar. Aber wenn ich mir jetzt überlege, irgendjemand, der wirklich keine Ahnung von Kopfbau hat und da auch keine Lust hat, irgendwie reinzusteigern und sich jetzt irgendwie Stunde HMD-Guide bei mir anzugucken und welcher Kopf ist gut und wie baue ich einen Kopf und wie ist Mixology und was mache ich da überhaupt und so, dann ist es okay. Es ist halt wie Nespresso-Kaffee. Ja, safe. Für Leute, die Kaffee lieben, ist Nespresso Schmutz. Aber für Leute, die einfach nur, ich will keine Arbeit, ich will da keine teure Kaffeemaschine, ich hole mir so eine Kapsel und dann schlürfe ich morgens das Käffchen da weg, ist das okay. Ja, also würde ich trotzdem widersprechen, weil, also ich muss dazu sagen, ich habe es ein oder zwei Kapseln getestet. Bei mir war das Problem, wo ich sagen würde, es wird sich eher lohnen zu sagen, ich baue einen Tonkopf mit Kamin statt Shisha Presso. Echt so krass? Ist, dass bei den Kapseln die Molasse so krass abgesunken ist, dass der Tabak nur verbrannt geschmeckt hat. Ja. Okay, krass, verbrannt hatte ich auf jeden Fall nicht im Kopf. Das hatte ich halt bei mir. Vielleicht hatte ich frischere Kapseln damals oder keine sowas. Keine Ahnung. Vielleicht hast du es auch richtig gemacht und ich irgendwas falsch gemacht. Ja, aber viel falsch machen kannst du ja eigentlich nicht. Ja, vielleicht, ich habe es nur kurz mal geschüttelt, ob du noch irgendwas anderes machen musst. Also das Problem hatte ich auf jeden Fall, wo ich sagen würde, ich war leider nicht so überzeugt, obwohl das System natürlich gerade für Anfänger relativ ansprechend sein kann. Ich würde gar nicht sagen Anfänger, weil Anfänger könnte ja auch jemand sein, der da rein will. Ja. Und dann lernst du halt nichts damit. Sondern wirklich für Leute, die einfach sagen, ja, 2 mal im Monat eine Pfeife rauchen, aber ich will da nicht viel arbeiten mit. Ja. Könnte interessant sein. Aber wenn die so einen riesen Stand haben, habe ich natürlich direkt den Gedanke, maybe zeigen die uns da was Neues. Ja, also ich bin gespannt. Ich gucke auf jeden Fall vorbei. Gut, dann haben wir auf B17 PT. Private Trading. Jaffa Palma Indonesia. Ja, ist wahrscheinlich Kohlehersteller, I guess. Ja, wahrscheinlich. Ja. B18 wird es aber wieder sehr interessant. Das ist Simulation. Ja. Soweit ich weiß, keine neuen Produkte. Ist auch mein Stand. Aber wer weiß. Aber es ist Simulation, also. Es ist Simulation. Ja. Ich habe da aber was gehört. Nein, Spaß. Die beiden Blicke waren unbezahlbar. Dafür ist das gesamte Leben an uns vorbeigegangen? Wie haben wir das nicht mitbekommen? Nein, ich weiß natürlich. Der war stark. Ja, der war wirklich richtig stark. Da hast du uns ja so eiskalt hops genommen. Aber wie wir beide auch krass. Wie lange hast du den schon geplant? Das wäre spontan eingefallen. Stark. Ja, der war wirklich, eiskalt erwischt. So, B20, Aroma King, kennen wir nicht. B22. Ja, Aroma King ist Vape halt, ne? Kennen wir also nicht. Okay. B22, Extra Vape, kennen wir nicht. B22, Hock Clouds, sagt mir auch nichts. Er ist gleicher Stand wie Extra Vape, also auch Vape. Ah, okay. Dann B26, Shenzhen ECT Technology Limited. Das wäre so ein Stand, wo ich davon ausgehe, der wird wahrscheinlich da irgendwie Großhandel machen, irgendwie B2B-Event. Aber wer weiß, ne? Trotzdem mal gucken. Vielleicht haben wir was Krasses. Es könnte auch wieder dieser UK-Fake sein. Ah, stimmt. Den wir auf der Intertabak gesehen haben. Ja, who knows, ne? Also trotzdem mal Augen offen halten. B22, Bay-Vertrieb. B28. Oder Bay, B28, ja, Entschuldigung. Ja. Bay-Vertrieb. Keine Ahnung. Kenn ich nicht.
B30 Ocean GmbH. Ah, ja. Und da bin ich mal gespannt, ob wir von Ocean irgendwann mal wieder eine Pfeife sehen, weil soweit ich weiß, sind nach KFS 2 und nach Fusion? Der Fusion Air ist da nichts mehr gekommen. Und nee, die Fusion Air ist eine der wenigen Budget-Pfeifen, die ich trotzdem extrem gerne und oft rauche. Also die Fusion Air in Gold bei mir daheim läuft unglaublich oft. Ja. Und das kann ich von keiner anderen 100-Euro-Pfeife behaupten. Ja, das Einzige, was Ocean letztes Zeit sehr viel released hat, war halt Tabak. Ja, der neue Ocean-Tabak, da wollte ich auch noch zu kommen. Ne? Produziert von Aino in der gewohnten Aino-Qualität. Genau. Mit Aromenvorstellungen oder Entwicklungen von Ocean. Krass. Ja. Da habe ich zum Beispiel den Cola sehr positiv in Erinnerung. Der Cola war sehr, sehr gut. Ja. Also fand ich jedenfalls sehr, sehr gut. Ja, ich fand den auch stark. Und dann auch kommt auf Dark, kann man vielleicht auch dazu sagen. Ja, und auch auf Dark, genau. Gibt Virginia und gibt Dark Blend. Verschiedene Sorten. Ich glaube, von jeder, es gibt 6 Virginia und 6 Dark. Ich glaube, es gibt so nicht alle auf Dark, oder? Nee, es gab ein paar nur Virginia und ein paar nur Dark, genau. Aber ich glaube, die Anzahl war gleich, ach so, oder? Achso, okay, das weiß ich nicht genau. Ja, geht's probieren. Ja. Dann haben wir White Cloud. Auf der das 1002. Sind die genau. 1002, das sind die Berliner Jungs. Yes, die 030 machen auch, zum Beispiel. Ja, die machen, glaube ich, auch noch ein paar Rapper-Tabak. Ich glaube auch, machen die nicht sogar den ja, hier Capital ist doch, Bra? Ja, genau, Capital Bra. Achso, Elektrosmog. Ja, perfekt. Ja, also, genau. Die machen Capital Bra, 030 und Elektrosmog. Genau. Findet ihr alles an 1002. Genau. Yes. Dann 1004, da gehen wir auf jeden Fall wieder einen Chai schlürfen auf unserer Videotour, Basti. Unbedingt. Und einen schönen Doppelapfel rauchen. Und einen schönen Doppelapfel rauchen. Bei Revoshi. Bei Revoshi. Genau. Richtig und wichtig. 1005, wieder Nameless. Haben die wieder so einen riesigen Stand, Nameless? Muss ich gucken, da war ich jetzt unvorbereitet an der Stelle. Ja, letztes Jahr ja Nameless sehr stark aufgetrumpft mit der Lounge. Riesig. War auch sehr beliebt bei den Leuten. Also da standen ja Schlangen, hast du nicht mehr gesehen. Aber ja, bin gespannt, ob da vielleicht irgendwas Neues kommt. Ja, ist auf jeden Fall jetzt nicht klein der Stand, aber es gibt auch größere. Also wie viel Quadratmeter hat 20 mal 11. Boah, also 200 schon? Ist schon eine Ansage. Ja. Ja, aber ich glaube, es ist ein bisschen kleiner als letztes Jahr. Ich glaube auch. Aber die hatten auch letztes Jahr wirklich extrem viel Platz. Ja. Also sie hatten wirklich einen riesigen Stand. Dann haben wir auf 1006 El Badia. El Badia ist ein französischer Großhändler, der dann aber zum Beispiel auch, also erstens macht er den Vertrieb für sehr viele deutsche Marken in Frankreich, wie zum Beispiel auch Hookah Squeeze. Genau. Und das ist noch eine wichtige Zusatzinfo, die man hier nicht rauslesen kann. Hookah Squeeze ist, also natürlich könnt ihr auch bei uns am F02 Shisha WG Pop-Up Lounge, könnt ihr natürlich auch Hookah Squeeze rauchen, aber Hookah Squeeze könnt ihr eben auch bei El Badia rauchen. Genau. Richtig. Und da ist auch noch Hookie, das kenne ich nicht. Nee, das sagt mir auch nichts. Ich kenne nur den nächsten dann. Genau. Kazar. Das sind die Glasköpfe, die direkt im Set mit dem HMD kommen. Ja. Thermalköpfe nennen die das. Glasköpfe. da gibt es eine Neuerung. Die haben eine kleine Version rausgebracht. Die habe ich zu Hause. Oh. Und die finde ich sehr, sehr geil. Vor allem da... Hattest du den in der Story? Genau, das war der in der Story. Ja. Ich habe nur Kazar gesehen und gar nicht weiter drauf geachtet. Genau, das war der Kazar Petit, glaube ich. Ah ja, wild. Und muss sagen, ich habe da natürlich nicht mit dem HMD geraucht, sondern ich habe da Nevo draufgepackt. Und das passt das jetzt? Das Geile ist, er passt auf beide. Und das Geile ist, Glas, ich bin ja kein Fan von Glasköpfen, weil die halten die Hitze ja nicht gut. Aber dadurch, dass du mit Nevo ja eine konstante Hitzeabgabe hast, lief das echt geil. Stark. Okay. Also deswegen, Geheimtipp? Ja, also ich benutze das momentan. Also seitdem ich jetzt zu Hause habe, habe ich jetzt 3-4 Mal schon benutzt. Läuft sehr, sehr gut, muss ich sagen. Stark. Ja, also da kann man auf jeden Fall mal vorbeigucken. Ja. Ja, ansonsten, was haben wir wo noch? Wo man auch auf jeden Fall vorbeigucken sollte und dieses Jahr meiner Meinung nach ein großes Muss ist, ist 1008. Genau. Und an 1008 ist die R-Firma. Und R-Firma sagt jetzt vielleicht nicht vielen was, aber das ist die Mutterfirma von Alfacher, von Shisha Kartell und dieses Jahr zum ersten Mal auch von UK. Yes. Und du warst auch nicht auf dem Event? Nee, ich war ja schon auf einem anderen Event. Ich habe es ja schon geraucht, aber ich war noch nicht auf dem... Und ich war leider nicht auf dem Event in Frankfurt. Ich war eingeladen, aber ich war leider erkältet. Habe ich mir wirklich in den Arsch gebissen, dass ich da nicht mit dabei war. Die UK, für alle, die es nicht mitbekommen haben, ist eine vollelektrische Shisha mit Kapselsystem. Das heißt, das ist praktisch auch die Nespresso der Shisha-Szene. Ist das fies? Ja. Nö, ist eigentlich eine gute Beschreibung für jemanden, der noch gar nichts gehört hat, ne? Aber da sagen muss, also wo ich es getestet habe, UK macht es auf jeden Fall weitaus besser oder wirklich fast schon zufriedenstellend für dieses Kapselsystem. Ja, also ich denke, mit dem
zufriedenstellen müssen wir wahrscheinlich. Ich hatte letztens mit dem Tobi von R telefoniert, ja, bezüglich der UKA. Und er meinte auch so, ich will dir das auf jeden Fall erklären, weil ich meinte so, ey, ihr habt ja, glaube ich, jedem eine mitgegeben, der auf dem Event war. Würdet ihr mir die auch noch zuschicken, damit ich mir die schon mal angucken kann? Und dann meinte er, nee, will ich nicht, weil du bist immer so kritisch und ich habe Angst, wenn ich dir nicht was dazu erzählen kann, dass du das Produkt missverstehst. Mhm. Und ist auf jeden Fall eine berechtigte Sorge, aber ich glaube, das ist auch wieder ein Produkt, wo man direkt mit dazu sagen muss, dass wird für die meisten Shisha-Raucher sehr uninteressant. Gerade für die Hardcore... Basically unsere Zielgruppe, ja, und auch unser Kreis, wo wir, ja, drinne sind. Also für uns wird das wahrscheinlich kein Produkt, wo wir sagen, yo, ich rauche jetzt nur noch die UKA. Ja. Nee. Und für die meisten von euch mit Sicherheit auch nicht. Aber für Leute, vielleicht auch ältere Leute, vielleicht Leute, die nicht viel mit der Shisha zu tun haben wollen, die aber dann vielleicht mal dieses Ding sehen und sich denken, auch das im Garten, ja, einmal im Monat, das ist doch eine schöne Sache. Haust deine Kapsel rein, das Ding hat einen Akku, kannst du überall mit hinnehmen. Das ist schon gut. Geiles Ding. Ja. So, und ja, von dem, was man so sieht und hört, ist die Rauchmenge nicht krass. Ja. Geschmack soll gut sein. Ja. Genau. Also, ne, für unsere Cloud-Chaser-Freunde ist das wahrscheinlich nichts. Aber es ist trotzdem, es ist halt so eine Nische in der Nische. Ne? Es ist schon ein sehr eigenes Produkt mit sehr eigenen Ansprüchen und sehr eigenen Anforderungen und es ist aber trotzdem geil, dass man das einfach mal auf der Messe probieren, ja, kann. Zu 100%. Da freue ich mich echt am meisten drauf fast. Also da hatte ich dir auch schon, ja, gesagt. Bin ich auch wirklich todesgespannt. Da müssen wir am Freitag auch direkt, wir haben auch einen Termin mit dem Tobi. Ah ja, okay. Ja, also Tobi weiß, wir kommen, er erklärt, mhm, uns das und dann drehen wir da auch noch das Video. Okay. Also den Messepart halt bei UKA. Ja. Ja, das steht schon alles. Alles klar. Ja. Cool, freue ich mich. Aber das ist auf jeden Fall auch ein sehr, sehr interessanter Stand. Und für alle, die ihn noch nicht probiert haben, bei SK zum Beispiel der Big Bagman, wenn die die Sorte jetzt noch, stimmt, auf dem Darkblend, ja, hätten, dann wäre ich so hart Fan. Oh ja. Dann würde der andauernd laufen. Der, das der einzige, würde durchgehend laufen, ja. Das Einzige, was mir an der Sorte stört, ist, dass es den nur als Virginia gibt. Sexy Shiba auf Darkblend würde ich mich auch extrem, ja, freuen eigentlich. Wäre auch geil. Generell, wo Darkblend? Ja. Wo Darkblend? Ne? So, danach haben wir Fumatool Distribution. Ja, weiß ich. Vielleicht auch eher Großhandel. Dann haben wir SKE. Das ist Vape. Nano. OÜ. C13 haben wir Kick. Und Kick kenne ich nur den Streaming-Anbieter. Ja, ich auch. Der unter Stake war, ja, das, ne? Casino. Genau, ja. Ja. Können wir gespannt. Wäre wild, wenn das wäre, aber ich würde jetzt eher sagen, nein. Ja. Ich glaube, wir müssen uns auch ein bisschen ranhalten. Ja. Ich weiß nicht, wie eure Pfeifen sind, aber ich glaube, wir hängen uns hier sehr an der Liste auf. Ja. Dann erstmal zwei, die wir auf jeden Fall kennen. Auf C16, The Hookah, also ein Shisha- und Zubehörhersteller. Der hat zum Beispiel einen neuen HMD, von dem ich weiß. Stimmt, den habe ich, ja, jetzt schon in der einen oder anderen Story gesehen. Sieht, okay, wild aus. Bin ich gespannt, ob der taugt. An C18 haben wir 7 Days Tobacco. Habe ich auch, ja, sehr lange nicht mehr probiert. Nee, aber könnte auch man auch mal wieder vorbeischauen. Ah, oh. Ja. Interessant. Okay. WGA, keine Ahnung. Auf C20. Ich glaube, da können wir kurz eine ganze Liste abhaken. Stimmt, C20, ja, WGA, C21 Nico Bros, C22 Benzos Puff, C37 Shenzhen First Union Technology Co. Limited, C29 Malkmus Holistic, C39 Malkmus Holistic und auf D02 kommt dann wieder was man kennt. Genau. Und zwar Shisha Max 24. Dann haben wir Shenzhen IVPS Technology Co. Limited Smog. Ach, ist das Smog, der Vape-Hersteller? Ja, anscheinend. Okay. Auf D04 kommt dann aber wieder jemand, den wir kennen. Das ist Tucra Tobacco. Die gibt es auch schon länger. Ja, an D04 sind mehrere. Genau, die, genau, ganzen Untermarken. Es gibt Joker Tobacco, Serum Tobacco, Catalea Tobacco und Tucra Tobacco. Yes. Mhm. Und zum Beispiel Serum erinnere ich mich vor ein paar Jahren an der Messe. Die hatten einen geisteskranken schwarze Traube. Oh ja, das war, glaube ich, schwarze Traube Johannisbeere sogar, ne? War da sogar ein bisschen Johannisbeere mit dabei? Ich meine schon, ja. Ja, auf jeden Fall, der ist mir positiv, ja, in Erinnerung geblieben. Dann haben wir... Elvada CO for Tobacco auf D05, weiß ich nicht. Mit Azad Premium Tobacco. Ah. Ja, die, okay, sind da noch dabei. Ja, ja. Und Touch, oder? Sag mal Touch. Ja, ich glaube schon. Ja. Sag mal Touch Mahal, ne? Touch. Ja. Dann haben wir Intrade Concepts auf der D06, das mit, ist auch wieder Vape. Ja, Elfbar, genau. Auf D08A und B sind dann Chilmer und Shades. Die, ja, teilen sich eigentlich fast immer einen Stand. Ja. Und das ist auf jeden Fall sehr, sehr nice. Da sollte man auch vorbeischauen. Ja. Ich glaube auch beide mit Pfeifentabak. D10 ist Samu Pro GmbH, Sivu und Rand M und The House of Smoke.
sagt mir alles nichts. House of Smoke habe ich schon mal gehört, auf jeden Fall, aber... Ja. Aber genau. So per se wüsste ich jetzt nicht, was ich dazu erwarten habe. Dann D11, Sia Pro Rape, also auch wieder Vape am Start. Ja. D12 ist der Shisha-Messestand, Shisha Selection. Ja. Genau wie Vape Selection. Mhm. Also das war ja letztes Jahr, glaube ich, so shopmäßig ein bisschen aufgezogen, ne? Mit der, vor 2 Jahren die Influencer-Lounge mit drin. Ja. Ja, generell VIP-Lounge. Ja, VIP-Lounge. Ja. Dann haben wir da auf der D12 auch noch O'Sapiens Holding. Mhm. O'Sapiens ist ein Track-and-Trace-Anbieter. Ah, okay. Also es wird eher ein B2B interessanter Stand sein. Oder falls ihr Fragen zu Track-and-Trace habt und ihr die Experten haben wollt, dann geht mal bei O'Sapiens klingeln. D13 ist Caesar Shisha, auch fester Bestandteil der Shisha-Szene, gibt schon ewig, die Caesar-Pfeifen. Auf D15 ist Zoex. Mit Afsal, genau. Ja, so, und das kennen jetzt vielleicht viele, sagt Zoex vielleicht nichts von euch, aber hinter Zoex steht der Sven. Und der Sven ist einer der größten deutschen Shisha-Tabakproduzenten. Und der hat auch schon für extrem viele große deutsche bekannte Tabakmarken den Tabak gemacht. Also falls ihr vielleicht mal ein Gesicht hinter dem Tabak sehen wollt, was man sonst eigentlich nicht so trifft. Also ich weiß nicht, ob der Sven da ist, aber ich gehe davon aus. Dann könntet ihr da mal vorbeischauen. Ich weiß nicht, ob es da interessante Sachen so zum Probieren gibt oder so, aber vielleicht sagt ihr auch einfach mal, ey Sven, Kuss für ganz viel lecker Shisha-Tabak. Wo ich mich auf jeden Fall drauf freue, ist Afsal, weil wenn die wieder diese Extreme Line und Strong Line am Start haben werden, werde ich auf jeden Fall ein Köpfchen rauchen. Ja, da habe ich jetzt Pet Peeve, ne? So seit gefühlt 8 Jahren wird hier immer wieder Strong angeteasert. Ja. So, es ist jetzt gefühlt die 4. Messe, wo Strong angeteasert wird. Wo ist Strong, Digga? Aber ich werde auf jeden Fall, aber wenn es da ist, werde ich auf jeden Fall ein Köpfchen davon rauchen. Ja, ist fair, aber dann denke ich mir nur wieder, wann kommt der? Ja, ja, zu 100%. So, und jedes Mal wieder auf der Messe, kommt bald, hey. Also, wann? Bald, das stimmt, hey. Ja. Das ist das neue Zeitnamen für mich. Ja. Ja, for real. Also, ich weiß nicht, auf wie vielen Messen ich jetzt schon Upside Strong probiert habe. Ja, mindestens 3. Ja. Wo Strong? Ja. So, also, naja. Hoffen wir, dass er endlich kommt. Dann haben wir Knickknack. Knickknack Naturals. Weiß nicht, ob wir da wirklich Knickknack. Sind das die Knickknacks? Das wäre geil. Nicht. Also da immer mal Knickknacks denken, sehe ich mich. Sehe ich mich, ja. Es gibt auch irgendwo, gibt's auch noch einen Saftstand. Da waren auch manche so, was für Saftstand. Ich so, Digga, ich werde da jeden Tag hingehen. Zu 100%. Auf der Messe ein paar Vitaminchen reinknallen. Ja. Bombe, Digga. Also wenn die da vielleicht noch so einen Frühstücksmovie haben oder so, dann sehe ich mich direkt da aber sowas rein. Von. Ja. Ja. Erster Stand, wo ich hingehen werde. Ja, warte. Hä? Zweiter. Ja. Nee, erst hole ich mir einen Saft und dann chill ich mich mit einer Pfeife bei euch an den Stand. Ach so, der Alex ist ja so ein VIP. Für den gibt es ja gar keine Schlange, habe ich vergessen. Stimmt. Das ist ja doof. Ja. Hast du ein Glück. Dann bringen wenigstens ein paar Leuten einen Saft mit. So. Okay. Dann passt das. So, also dann sind Knickknacks und Saft auf jeden Fall schon mal gesaved. Dann haben wir noch The Pack Global, Icy Vape, Chongqing Tunghui Gas Co. Limited. Ja, was denn? Nix. Ich versuche doch nur den Namen auszusprechen, Freunde. So, auf D19B wird es aber interessant, weil da ist Shisha Rand. Ja. Finde ich sehr geil, dass noch ein weiterer Content-Creator aus dem Shisha-Bereich dieses Jahr einen Stand hat. So, und der Vincenzo mit seinen neuen Köpfen und Co. Köpfen, Tabak, der hat ja einiges. Ja, und also, aber gerade bei den Köpfen muss ich sagen, also bei Tabak sowieso, aber den gibt es ja jetzt schon eine Weile. Aber bei den Köpfen, die sind ja doch sehr ausgefallen und sehr speziell. Triple Flow war das. Ne? Genau. Ja. Und da mal mit ihm direkt drüber reden zu können, plus sie dann auch direkt testen zu können, ist schon geil. Und das glaube ich gerade bei dem Kopf sehr, sehr wichtig. Ne? Ja. Dann haben wir 11 Pro, kenne ich nicht, Philip Morris ist Tabakhersteller, IQOS, Fasta, Den Norske, Noah, Lounge Stage, D30 ist Hooker Battle. Da sind wir mal gespannt, was die dieses Jahr wieder für ein Event haben. Physio Care Zentrum, also wenn es irgendwann auf der Messe scheiße geht, dann lasst euch da mal durchkneten. Steamer Store, Twirl Clean, Asense, Nico Orgo Marketing, Alchem Europe, Flairbar und dann bei E13 sind wir wieder am Start. E3. Digga, was hab ich da? Ich lese einfach keine Namen mehr vor, sagt ihr die einfach bitte. Da haben wir NPS, Urgestein. Urgestein. Einer der wichtigsten Pfeiler der Shisha-Geschichte Deutschlands. Kann man nicht anders sagen. Wenn es NPS nicht gegeben hätte, Digga, keiner weiß, was aus Shisha gewesen ist. Das stimmt. Das waren die ersten, die gescheite Pfeifen in Deutschland gemacht haben. Heute gibt es auch noch so viele Bars, die NPS haben, ne? Ja, früher war das so der Goldstandard eigentlich. Ja. So ein Shisha-Bars, wenn du NPS hattest, war es eine gute Bar. Ja.
Da würde ich fast sagen, da würde ich mir hoffen, dass sie da einen fetten Banner haben mit Make NPS Great Again. Stimmt. Und vielleicht noch was Neues haben. Ja, ich meine, die Pfeifen sind grundsolide und wir müssen denen unglaublich dankbar sein für das, was sie gemacht haben. Aber das letzte Produkt, was rauskam, war die Tradi. Ah, die war auch geil eigentlich. Die war cool. Also die war optisch nicht so krass mein Fall, aber das war ein modernes, gutes Produkt. Genau, ja. War das die mit diesem Diamond in der Mitte? Ja, Farbding. Ja. Wo man dann besser die genau, so kannst du so einen roten Diamond für den Dapfel und einen grünen für die Minse oder Traubeminse. Ja, die war echt schön, ja. Ja. Ja, gut, und dann kommt 187 Tobacco und Vapes auf E04. Yes. Ja. Ist das auch wieder ein großer Stand? Ja, ich glaube, 187 ist wieder richtig reingegangen. Ja. Ja. Dann kommt Apollo Design und dann kommt Bay Candy. Das ist auch fancy. Ich habe nichts mehr gehört. Ja. Und jetzt einfach so: Ja, wir haben Messestand. Ja. Also, okay. Da bin ich sehr gespannt, was die da am Start haben. Same. Waren die nach 25 Gramm Einführung nochmal? Nee. Mal weg. Mhm. Hat man nie es gibt was gehört. Nur einen Pfeifentabak von denen, das weiß ich. Echt? Ah. Ja. Das wusste ich auch nicht. SW. Gibt es als Pfeifentabak. Ach was. Ja. Das ist das Einzige, was ich von denen jetzt so mitbekommen habe. Wild. So, dann kommt Cocobration, auch bekannte große Kohlehersteller. Mhm. Theo Tabak ist am Start. Sehr nice. Da freue ich mich auch wieder drauf. True Passion ist bei E08 am Start. Ja. Lira Tabak kennt man auch schon lange, ist bei E09. Mhm. Aber der kam auch nie raus, oder? In Deutschland? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Nee. Obwohl die eigentlich ein paar coole Sorten hatten. Ich weiß, konnte man den irgendwann mal in Deutschland kaufen? Ich glaube nicht. Nee, nur auf der Messe. Der hatte ja diesen Riesen, da konnte man surfen. Ah, jetzt weiß ich auch, welchen Stand du meinst. Genau. Stimmt, der hatte hier 10.000 Mädels und Surfstationen. Richtig, genau. Und also, das weiß ich gar nicht. Doch, die haben letztes Jahr richtig aufgefahren. Ja, die hatten einen riesigen Stand, das weiß ich. Auch relativ viel Show gemacht, aber ich weiß nicht, ob die mal in Verkauf gegangen sind. Das war einfach nur ein Surfbrett, wo man ein Foto machen kann. Ach so. Ja, das war einfach fest auf dem Boden. Also die hatten jetzt nicht irgendwie so eine Indoor-Surfer-Laufe. Aber würde ich mich auch sehen. Ja. Hier, kleiner Vorschlag für nächstes Jahr. Wer bringt mir so eine Flowstation mit? Ja. Sehe ich mich, Digga. Aber dann dürfen wir keinen Stand machen, weil dann will ich den ganzen Tag surfen. Oh, Pfeife in der Hand, am Rauchen, auf dem Surfbrett. Ja. Da sehe ich dich. Und das ist dann auch das ganze Messevideo. So ein 20-Sekunden-Clip, wie ich da eine Pfeife rauche und mich dann mit allem in der Hand aufs Maul packe. Ja, sehr gut. Das wird gut. Finde ich toll. Ja, finde ich auch gut. So, was ich auch gut finde. Da gibt es eine 24-Stunden-Version von Feinout. Dann war das so, Jausa! So, was ich auch gut finde, ist E07, da ist nämlich wieder Theo. Hatten wir doch gerade. Ja, stimmt. Mach du bitte weiter. Aber bei Lira mit auf dem Stand auf E09 ist Black Leaf Tobacco und das hört sich für mich nach Darkblend an. Ja. Und da würde ich mich drüber freuen. Ich würde mich auch freuen. Ja, ich mich auch freuen. So, danach kommt BD Innovations, kenne ich nicht. IX Hookah sagt mir auch gar nichts. Nee. Dann kommt Guanju Weicheng Biotech Co. Limited. Yes. Kennen wir auch nicht. Nee. Aber, wovon ich schon gehört habe, ist Coco Bee. Die machen auch Kohle. Und dann kommt eine geisteskranke Überraschung. Eine wirklich geisteskranke Überraschung. Auf E15, Freunde. Mhm. Und ich hoffe, ihr sitzt im Auto und seid angeschnallt. Schnallt euch an. Euch an. Mit zwei Gurts. Haltet euch fest. Mindestens. Fucking Ramsider, Digga, ist am Start. Das ist krass. Wild, ja. Das ist so wild. Also, sie waren ja letztes Jahr auf der Messe. Ja, aber nur Stand. So privat. Genau, die waren ja nur besuchermäßig. Oder war ja noch dieses, ein paar Leute haben sie ja eingeladen in ein Hotelzimmer, wo die dann Leuten die Ramsider präsentiert haben. Und ich war so, Digga, ich komme nicht zu euch ins Hotel, ihr kommt zu mir bitte ins Büro, was soll ich in so einem komischen Hotel da ein Video, also das funktioniert ja nicht, wie stellt ihr euch das vor? Ja. Und dann meinten die so, okay, wir kommen. Und dann dachte ich mir so, holy shit, Digga, kommen da jetzt irgendwie 10 Russen zu mir ins Bild. Also was habe ich zu erwarten? Ich wusste ja nicht, mit was für einer, jetzt nicht wegen Russe, aber allein wegen Gruppengröße. So. Ich wusste ja nicht, komme jetzt 10 Mann. Und dann war das so ein knuddeliger Entwickler, der von denen da war. Der war so lieb, der hat mir das alles gezeigt. Also das war Bombe. Und das Ding hat auch echt schon relativ gut funktioniert. Mhm. Aber ich bin immer noch skeptisch, was diese Firma angeht. Ja. Also hier Sitz in Dubai, Pre-Order, fancy Videos und so. Aber wenn die auf der Messe sind, kann man ja mit dem mal quatschen, wie da der Stand ist. Was? Ich bin halt gespannt, ob die da mal mehr zeigen, als diese zwei Prototypen, die sie letztes Jahr schon bei mir mit dabei haben. Weil man hat nie wieder was von denen gehört. Ja. Nee, ich dachte also schon, das Ding wäre durch. Und auf einmal war so, nee, die haben Messestand nicht so. Ich glaube, ich im letzten Cast doch drüber geredet, dass wir denken, so ob das ein Scam ist oder ob irgendwas ist. Ich bin auch immer noch, also ich bin erst davon überzeugt, dass diese Firma funktioniert und ausliefert, wenn sie ausliefert. Ja. Und ich würde auch bis zu diesem Zeitpunkt denen kein Geld geben. Ja. Ist einfach meine persönliche Einschätzung, wie ich die Sache handhaben würde.
aber ich will erstmal sehen, dass die fertige Produkte ausliefern, ja. Aber dann ist das eine ganz wilde Nummer. Ja. Wirklich eine ganz, ganz wilde Nummer. Aber ich finde total spannend, in welche Richtung sich die Shisha-Szene da gerade generell bewegt. Ne? Immer mehr EHMD, so All-in-One-Kompaktpfeifen mit E-Spulen und so. Finde ich total spannend. Also es muss ja uns jetzt nicht so gefallen vom Rauchverhalten her und so. Ich glaube, das ist halt einfach eine ganz neue Kategorie. Ja. Aber es ist eine sehr spannende Kategorie, gerade in der Zeit, wo halt Vapes so geisteskrank. Also ich meine, Menschen werden zunehmend fauler oder komfortabler, sag ich mal. Und wenn du Leuten dann sagst, ja, für eine Shisha, du brauchst einen Kohleanzünder, du musst Kohle legen, du musst einen Kopf bauen, du musst lernen, wie du einen Kopf baust, du musst wissen, wie du welchen Kopf baust, du musst mit der Kohle unterschiedlich. Da sind viele Leute schon so, Bruder, ich mache 11 Bar, fertig. Ja. So, und wenn du diese Simplizität von so Sachen auf den Shisha-Bereich übertragen könntest, ich hoffe, das hört ihr nicht. Draußen ist einer vor, also mit 800 km/h. Wenn man das Simple auf den Shisha-Bereich übertragen könnte und dann natürlich nicht irgendwie Enthusiasten wie uns damit abholt, aber neue Leute damit abholt, dann kann das nur für uns alle gut sein. Das stimmt. Ja. Sehr spannend. Ja, auf jeden Fall Ramsider definitiv gucken gehen. Oh ja. Also definitiv gucken gehen. Wir wissen nicht, was das für ein Stand ist, was sie da anbieten, was sie da zeigen, aber ich bin selbst ultra gespannt. Mhm. So, dann haben wir E16, Panada Hooker. Ich weiß, dass viele dazu Placements gemacht haben. Ja. Hattest du eine? Nein. Ich auch nicht. Ich hatte eine Pfeife, aber ich habe kein Placement gemacht. Okay, du warst auch nicht so happy damit. Oh, nein. Nein, okay. gut. Also ich auch nicht. Ja. Deswegen kam da bei mir auch definitiv nichts zu. Aber die sahen ganz fancy aus. Kann man mal vorbeischauen, kann man sich mal angucken. Ja. Dann haben wir Meta Jablonski Handel, Dongguang Kleipeng Technology, VGDev oder VGDev. APL Logistics, Shisha Original auf E20. Ja, Shisha Original, die sind jedes Jahr mit dabei. Ja. Die haben auch verrückte Pfeifen. Muss man sich auch auf jeden Fall mal angucken. Falls ihr die noch nicht kennt, auf jeden Fall mal gucken gehen. Yes. Dann haben wir OCB Stand. Kenne ich nur von den Papes. Ja. Von was? Von den Long Papes? Long Papes. Aber die machen doch auch normale für Zigaretten, oder? Hä, wofür sind denn Long Papes? Für lange Zigaretten. Beide so, scheiße, Mann, jetzt hat er unterm Sack, ey, Kacke. Aber ist ja nicht schlimm, ist ja legal. Ja, ich will das doch nur aufnehmen. Steiger dich nicht. Jeder so weiß rein. Es, oder? Seid ehrlich. Alle wissen das. So, Shenzhen Foresight Innovations, Axono GmbH, Moloko ist wieder am Start. Ja. Da haben wir uns letztes Jahr auch mal den einen oder anderen Moloko gezogen, das ist geil. Ascent Hooker, ultra nice. Das sind fancy, insane teure amerikanische Köpfe. Okay. Ja, und ich werde mir das auf jeden Fall anschauen, weil ich habe noch keinen. Ich habe auch noch keinen, aber Flo schwärmt ja immer davon, oder? Genau. Das war Flo, ja. Also Flo schwärmt von Asset, genau. Ja, also da bin ich gespannt. Auch wenn ich mich eigentlich nicht nochmal da sehe, dass ich 100 Euro für den Kopf ausgebe. Eigentlich nicht, aber... Aber wir wissen beide, wir müssen aufpassen an diesem Stand. Ja, ja. Man hört schon so raus, so. Wir müssen uns jetzt einreden, dass wir die nicht kaufen, Alex. Auch Alex und ich nach der Messe. Essen Hooker ist die Hooker für dich und mich. So, dann gibt's Zodiac, Link GmbH, Canashock, okay. Zodiac kann man vielleicht noch dazu sagen, das ist in Dubai unter anderem auch für Uka geplant. Also für Uka-Pots in Dubai. Mhm. Es gibt ja, in Dubai kannst du ja die Uka schon kaufen. Ah, und die machen Pots für die Uka als Fremdhersteller oder was? Anscheinend, ja. Also ich habe auf jeden Fall, ich habe ein bisschen durchgeklickt auf der Dubai-Seite, da habe ich auch Zodiac gesehen. Also die, anscheinend machen die auch irgendwas in die Richtung. Ich bin mal gespannt, was sie auf der Messe zeigen. Weil müssen ja vielleicht auch noch ein anderes Produkt haben, was vielleicht nicht für die Uka ist, sondern einfach so zum Rauchen ist. Bin ich mal gespannt. Da bin ich auch gespannt. Ja genau, Link GmbH hast du gerade schon gesagt, Canashock. Kennen wir nicht. Dann kommt da. Was sieht denn dein Äuglein da als nächstes, Alex? Erzähl doch mal. Auf F03 die Bier. Nee, auf F02 natürlich die Shisha-WG-Lounge. Oha, hast du einen Standort, oder? Ja. Geil. Lecky, lecky, Shishi. Geil. Ich glaube, da schaue ich mal vorbei. Da musst du noch diesen lecky, lecky, Shishi und dann musst du diesen Z-Hamster einblenden. Das ist so geil.
Ja, also haben wir ja schon drüber geredet, aber wir sind auf F02. Dann kommt Biorhythmos, sagt mir gar nichts, aber Electronics, maybe Vape. Ne? Dann kommt Ginny auf F04, auch bekannter Shisha- und Tabakhersteller. Ambery ist, ich meine, sind die nicht aus der Ukraine? Ich weiß es nicht, aber das sind doch die Pfeifen, die... Ja. Ich glaube, es ist Nur ukrainischer Shisha-Hersteller. Ja. Sehr krasse Designs. Ja, designmäßig sind die richtig cool. Aber Verarbeitung ist manchmal so... Aber vielleicht haben die das jetzt gefixt. Ja, und vielleicht bei anderen Modellen auch nicht so. Genau. Ja. Aber bei den zwei, die ich hier habe, ist Verarbeitung eher so. Aber guck ich mir auf jeden Fall mal an. Kommt halt dann auf den Preis an. Ne? Ja. Dann haben wir Shenzhen Itsuwa. Itsuwa klingt definitiv eher japanisch als chinesisch. Ja. Aber Shenzhen ist definitiv China. Woom, Vape Soul, Alof und dann kommt auf F07 Three Kings. Yes. Neocubes, waren das nicht die? War das nicht der Kohlestand, von dem ich geredet habe? Das kann sein. Der dann noch auf einmal diesen Tabak dabei hatte. Mhm. Und der ist auf F07. Und F07 ist auch Three Kings dabei. Genau. Ja. Dann kommt der Fruchtstand. F08A ist der Burkhardt Fruchtsäfte. Freue ich mich drauf, sage ich euch ehrlich. Also da ab und zu mal ein paar Vitamine reinknallen an einem sehr ungesunden Messewochenende. Ich sage gar keine Fruchtsäfte. Sondern? Weiß ich nicht. Was glaubst du denn, was die Burkhardt Fruchtsäfte GmbH und Coca-Cola verkauft? Vielleicht haben wir irgendein neues Geschäftsfeld und machen jetzt halt irgendwie Vertrieb für Tabakblätter oder so. Also wenn ich wetten müsste, würde ich immer noch einen Fruchtsaft. Ich würde auch. Ja, aber es wäre trotzdem lustig, wenn wir da alle hingehen und Fruchtsäfte wollen. Zusammen mit der Per Climate AG. Ja. Keine Ahnung. Auch keine Ahnung. Logic GmbH kenne ich nicht. DC Trading kenne ich nicht. L. Kubaytri Golden Glass kenne ich auch nicht. Ja, maybe. Golden Glass. Könnte sein. Dann haben wir Capsule CXO. Sind es die Capsule-Pfeifen? Maybe, ja. Das wäre cool. Wäre cool, ja. Die sehen auf jeden Fall auch immer fancy aus. Fumo. Fumo, ja. Bali Trading. Gorilla Kohle ist wieder am Start auf F16. Kennt man. Nubia ist auf F17. Mhm. PT Bara Satunam Lapan International auf 18. Zusammen mit Akkumat. M5 Vapes. F20 sind die Kioske. F21 Ultra Bio Werke. Und dann wird es wieder richtig wild. Auf F22, nämlich Azure Tobacco. Das ist ein amerikanischer Tabakhersteller. Da hatte ich früher mal ein paar Sorten von getestet. Die hatten ein paar richtig geile Sorten. Also zum Beispiel. Ja, genau, ich würde es auch gerade sagen, Cactus Blast. Der war richtig krass. Total. Richtig, richtig krass. Also da auf jeden Fall probieren gehen. Und ich hoffe ja, dass das heißt, dass sie einen Deutschlandstart planen. Das wäre nice, Das wäre richtig. Baristas wild. Choice hattest du noch. Oh ja. Ich hatte noch ein paar mehr von denen. Ja, du hast ein paar mehr auf jeden Fall. Ich weiß, das Baristas Choice auch dabei. Das war ein Kaffee und der war auch der war gut. Krass. Ja. Und so Doppelapfel-Kaffee. Kann was. Kann was, definitiv. Ja, was haben wir da noch? Dongguan E-Shisha, also auch wieder Vape, denke ich mal. Bava Limited. Klosterquell Hofer. Ist das auch wieder was zum Trinken? Vielleicht? Ja, maybe. F25 haben wir Ethnatherm, dann auf F26 Fumitec, F27 PT Anlo Carbonium Raya. Klingt wild. Auch wild. Ja. Carbonium. F28 Euphoria Trade. Sagt dann F29 Mr. Joy, sagt mir irgendwas. Süßer Name. Aber F30 aber wieder mit Tangiers. Und Alpaka Box. Oh ja. Geil. Da auch das wieder wird auch wieder geil. Ein sehr wilder Stand. Bin ich sehr gespannt, was da am Start sein wird. Direkt hinrushen, wie viel kann ich kaufen? Gib alles. Ja. Und dann sind wir nach Sitsam 4 Milan Machines Private Limited durch. Genau. Ja. Also ich glaube, allein wenn man jeden Stand nimmt, wo wir gesagt haben, da sollte man mal gucken, da hat man was vor. Das stimmt, da hat man definitiv was vor. Also da sind auf jeden Fall schon einige Stände, wo man vorbeischauen kann, wo es was Interessantes geben sollte. Ja, zu 100%. Ich bin sehr gespannt auf die Messe. Es waren jetzt auch einige Stände dabei, die sich nach Shisha anhören, die man nicht kennt. Ja. Und da freue ich mich extrem drauf, da vorbeizuschauen. Same. Also ein Must-Have-Go-To oder ein Highlight für euch? Ich glaube, alles, wo wir, da haben wir ja eben schon immer dazu erwähnt, wenn wir was besonders interessant finden. Ich glaube, also was ich vielleicht noch dazu sagen würde, ich glaube, das, was ich als erstes machen würde, ist wahrscheinlich Caesar und Tangiers nachzugucken, weil das zwei Stände waren, wo sehr, sehr schnell alles weg war. Ja.
Und ansonsten lass mich einfach inspirieren. Ja. Ein bisschen rumlaufen. Ja. Alles wo angucken. Ich noch gespannt bin und wo wir ja alle gesagt haben, ultra interessant, UKA. Wir haben ja, ja sozusagen unseren Slot. Ich hoffe, du auch. Ja. Ich bin aber mal gespannt, wie das für euch wird mit den Slots. Ich habe nur mitbekommen, jeder, der auf dem Event war, hat ja so eine Art Meet and Greet oder sowas und hat ja, da jetzt schon Slots für Leuten, seine Community. Genau. Wenn ihr das probieren wollt, geht am besten direkt mal zu dem UKA-Stand und fragt mal, sind noch irgendwo Slots frei? Wie können wir die noch bekommen? Weil ich habe keine Ahnung, wie das mit dem Probieren von der UKA sein wird. Kann man die nur drinnen probieren, wo die das überwachen können, im Sinne von euch zeigen können, euch an die Hand nehmen, wie das funktioniert? Oder stehen die einfach am Rand? Weil ich könnte mir vorstellen, gerade nach der Aussage vom Tobi mit, er will mir das erstmal erklären, könnte ich mir gut vorstellen, dass UKA das vielleicht nicht so machen wird, dass sie die einfach außen hinstellen zum Probieren. Dass dann außen vielleicht Alfacher, SK und so weiter steht zu probieren, du dann drinnen die Slots hast für die UKA. Ja. Also da, wenn ihr da Bock drauf habt, vielleicht direkt mal hingehen. Ich kann euch leider nicht genau sagen, wie das da ablaufen wird, aber... Einfach mal fragen. Ja. Wenn ihr das testen wollt, direkt hin, einmal fragen. Genau. Es war wie damals bei der Gamescom. Ich wollte unbedingt meine VR-Brille ausprobieren. Ich weiß gar nicht, wann das war. 2015 oder so. Und da bin ich auf der Gamescom reingesprintet, bin zum HTC-Stand und habe gesagt, ich will einen Slot für die Vive. Und dann habe ich auch einen bekommen. Dann konnte ich eine Viertelstunde die HTC Vive damals aus. Also als die erste Vive rauskam, direkt am Anfang. Ja. Und so will ich das mit UKA machen. Ja. Ja. Und es sind aber auch ein paar Leute da, die man dann jetzt auf der letzten Messe vermisst hat. Zum Beispiel der Yannick. Stimmt. Da habe ich mich sehr gefreut, als ich gehört habe, dass der Yannick kommt. Freue ich mich auch mal wieder zu sehen, bin ich ehrlich. Das wird auf jeden Fall nice. Und hoffentlich ihr alle. Und wir alle. Und dann kommt noch gut zur Messe. Kommt auf jeden Fall zur Messe. Habt ihr noch abschließende Worte? Nee, ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt schon mal viel Spaß. Ich hoffe natürlich, dass wir uns sehen. Gute Fahrt, falls ihr es auf der Fahrt hin hört. Und ja, ich freue mich einfach. Ich will noch eine Sache sagen. Ja. Ich auch. Sag. Okay, falls ihr alleine seid und vielleicht keinen Freundeskreis habt, mit dem ihr zur Shisha-Messe fahren könnt und deswegen dann ist für euch entscheidet. Und euch jetzt wird's wirklich knapp. Wenn die Leute das freitags hören. Ja, und euch entscheidet, spontan hinzufahren, fahrt alleine. Ihr werdet genügend Leute kennenlernen, die das gleiche Hobby verbinden wie euer Hobby. Und ich bin mir sicher, ihr werdet Leute kennenlernen. Ja, seid einfach offen. Also wir hatten jetzt so viele Leute im Chat, die dann gesagt haben, ja, meine Freunde rauchen zwar Pfeife, aber die wollen nicht unbedingt auf die Messe. Und ich bin am überlegen, soll ich alleine kommen, soll ich nicht alleine kommen? Kommt. Genau. Ja. Also wenn ich die Leute zusammenzähle, dann haben wir locker 50 Leute, die allein uns das jetzt schon gefragt haben. Ja. So, und vielleicht können sich ja die irgendwie zusammenschließen. Genau. Ihr werdet jemanden finden. Ja, denke ich auch. Und selbst wenn ihr da alleine ein bisschen rumbummelt, dann kommst du hier mal ins Gespräch, kommst du da mal ins Gespräch, kommst du Pfeife bei uns rauchen, dann sitzt du neben Leuten, quatschst mit denen, läufst noch ein bisschen über die Messe, gehst noch was Schönes in Frankfurt essen und dann war das auch ein schöner Tag. Man muss ja allgemein sagen, die Shisha-Community ist wirklich sehr, sehr offen. Ja. Also du kannst da wirklich mit Leuten quatschen, dich über das Thema austauschen. Ja. Also kommt auch ruhig alleine. Ach, allein wie oft ich auch, es hat nicht mal bis zur Messe gedauert, da hatte ich letztes Jahr auf der Messe schon Leute kennengelernt. Ja. Wenn ich zurück überlege, hier die zwei Französinnen, die wir in der Bar da noch kennengelernt haben, die haben so ein bisschen gestruggelt beim Bestellen, dann haben wir denen ein bisschen geholfen, dann haben wir uns auf der Messe wieder gesehen und also du kommst so schnell mit Leuten, die da auch sind, ins Gespräch und findest da irgendwo Anhang. Das stimmt. Ja. Also komm trotzdem rum. Ne? Also wenn du daheim sitzen bleibst, ist das definitiv die schlechtere Option. Ganz einfach. Und ich wollte noch eine Sache sagen, weil es ja dann auch immer wieder so, ja, ich habe dich gesehen, aber ich habe mich da nicht getraut. Also, Freunde, sagt einfach Hallo. Wir sind auch nur irgendwelche Dudes, die Shisha rauchen. Sag doch einfach Hallo. Ja. Also nur weil ich jetzt da mit YouTube-Filmchen und du mit deinen Insta-Filmchen, wir beißen nicht. Also, aber Marv manchmal. Aber nur dich. Okay, ich gehe hier gleich. Nein, aber im Ernst, wenn ihr uns irgendwo seht und wir nicht gerade geisteskrank im Stress sind oder so, sagt einfach Hallo. Basti auch. Ja. 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 Basti freut sich über Arschbohrer. Oh, du Assi. Basti kommt wieder heim, weiß nicht, sieht dann das nächste Mal seine Mom und seine Mom so, und wie war die Shisha? Ich habe 278 Arschbohrer bekommen. Nee, mach das nicht. Reinhold baut mir einen Counter. Perfekt. Haben wir am Ende der Messe mehr Köpfe gebaut oder Basti Arschbohrer gegeben? Gib mir bitte keine Arschbohrer, das wäre schön. Ja. Lassen wir. Sonst kommt der Basti nächstes Jahr nicht auf die Messe und das wollen wir nicht. Das Freunde, wir sehen uns gleich auf der Shisha-Messe. Wir freuen uns. Kommt gut an.
Tschüss. Wir freuen uns. Schauen wir mal, was wird. Was wird. Wird.